rein und ich freue mich und ich würde vielleicht, bevor wir starten, was Organisatorisches sagen. Ich möchte einfach, sehr geehrte Damen und Herren, informieren, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und auch streamen und diejenigen, die nicht mit dem Video erkannt werden möchten oder mit dem Foto drauf sein möchten, im Bild drauf sein möchten, da bitte ich einfach, die Kamera auszuschalten und alle anderen, die die Kamera auch anhaben. Da gehe ich von einer Zustimmung aus und wenn wir nachher in die Diskussion kommen, dann können Sie über die Chat-Funktion sich einklinken oder das Handheben. Ich versuche dann einfach zu schauen, dass ich das auf dem Bildschirm, je nachdem, wie viel noch teilnehmen, das auch sehe und würde Sie dann auch aufrufen. Das zum Organisatorischen und dann darf ich Sie einfach ganz herzlich begrüßen heute Abend zu unserer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion vor Ort, nämlich Chancengleichheit und digitales Lernen. Ich glaube, das passt jetzt auch zu dem Thema, dass es wir doch auch digital veranstalten, obwohl wir jetzt alle in so einer Phase sind, wo wir gerne uns physisch treffen und einfach auch mal gern wiedersehen. Aber wie gesagt, passend zum Thema und wir konkurrieren heute Abend ja auch nicht unbedingt mit der Fußball-EM. Und ich möchte auch zu Beginn sagen, ich hatte viele Rückmeldungen auch von Lehrerinnen und Lehrern, die gerne teilgenommen hätten. Aber es scheint wohl wirklich so in den letzten Tagen jetzt so zu sein, dass sie aufgrund jetzt von Prüfungen noch, die sie fertig machen müssen und auch mit Blick auf das Schuljahresende dann auch sich entschuldigt haben, beziehungsweise dadurch, dass wir es digital veranstalten, können Sie das nachher auch nochmal auf YouTube oder auf Facebook entsprechend angucken. Und ganz besonders möchte ich heute Abend begrüßen Saskia Esken, meine Kollegin aus dem Deutschen Bundestag und für den Wahlkreis Calw im Deutschen Bundestag und natürlich unsere Bundesvorsitzende der SPD. Ich darf auch begrüßen bei den Diskussionsteilnehmern Dr. Peter Schallmeier, Lehrer an der Justus-von-Liebig-Schule und SPD-Landtagskandidat gewesen beim letzten Landtagswahlkampf. Auch ihn heiße ich herzlich willkommen. Er wird heute Abend einen Impuls aus der Praxis geben. Und herzlich willkommen heiße ich auch alle, ich habe es mehrere Lehrerinnen und Lehrer, ich nenne jetzt mal stellvertretend auch Fabian Zoller-Wunderlich aus Mitglied des Kreisvorstands. Janine Regels-Achmann hat sich auch angemeldet, Schulleiterin von Laufenburg. Und ich begrüße auch ganz herzlich die Schulleiterin der Grundschule Erzingen, Frau Reuter, und die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, Frau Johanna Vogt aus Konstanz. Und Frau Dana Cordes vom Südkorea, toll, dass Sie auch mit dabei sind und über die Veranstaltung berichten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute Abend wollen wir über digitale Bildung sprechen. Wir wissen, Digitalisierung ist eigentlich wie Klimawandel eine große Herausforderung und man kann das auch nicht einfach leugnen, sondern es ist da, man muss da damit umgehen. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir wollen es aber auch gestalten. Und die Frage ist wirklich, wie wollen wir die Digitalisierung gestalten? Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen eingangsmäßig miteinander uns unterhalten, Frau Esken und ich. Natürlich sehe ich es von der umweltpolitischen Seite, bringt Digitalisierung mit. Aber viele haben natürlich Erfahrung im Beruf mit Digitalisierung oder auch privat. Die meisten von uns haben ein Smartphone. Aber als Eltern hatten wir eigentlich die meisten wenigstens in den vergangenen Jahren vor Corona wahrscheinlich eher wenig damit zu tun im Bildungsbereich oder mit unseren Kindern im Schulunterricht oder in der Schule. Klar arbeitet man mit dem Computer, klar guckt man auch mal bei Wikipedia. Aber Corona hat das alles nochmal quasi wie unter einem Brennglas jetzt beschleunigt oder überhaupt beschleunigt. Und jetzt muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, wie sieht Bildung im digitalen Zeitalter aus? Was brauchen Kinder und Jugendliche für eine qualitativ gute Bildung? Noch vor einigen Jahren wurden unter Pädagogen in Deutschland scharf darüber gestritten, inwiefern digitale Formate und Inhalte überhaupt im Unterricht genutzt werden sollten. Stichwort digitale Demenz. Aber wie gesagt, Corona hat uns eines Besseren gelehrt.
Und als Sozialdemokratin ist mir wichtig, dass eigentlich alle Kinder auch die gleichen Bildungschancen haben, unabhängig vom Einkommen, das sowieso, aber auch vom Wohnort. Ich sage Wohnort, weil das hat natürlich einen Hintergrund auch mit dem Breitbandausbau. Ja, und alle, nicht alle, alle Eltern haben die Möglichkeiten im Homeoffice auch zu arbeiten und ihre Kinder auch bei ihren Schularbeiten zu unterstützen beim Schulunterricht. Ich hatte da viele Zuschriften erhalten. Und oftmals fehlt es auch an digitaler Ausstattung. Das hat Saskia Esken auch gleich erkannt und im Koalitionsausschuss entsprechend platziert, erfolgreich platziert. Da wird sie sicherlich selber darüber berichten. Eins ist sicher, wir haben einen Digitalisierungsschub jetzt durch Corona, insbesondere im Bildungsbereich, erhalten. Aber die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das weiter gestaltet? Wie passt es auch zusammen? Einerseits ein Digitalisierungsmangel bei gleichzeitigem Digitalisierungsschub. Was meine ich mit Mangel? Ja, das ist schon die Umstellung von da, wo Schulen und im Bildungsbereich, wo wir herkommen und das, was uns Corona eigentlich, wie uns Corona gepusht hat. Als SPD haben wir uns dafür eingesetzt, dass Bund und Länder enger zusammenarbeiten. Naja, so ein kleiner Seitenhieb sei mir jetzt gestattet. Manche wollen ja das Bildungsministerium auf Bundesebene abschaffen. Die wollten auch das Geld nicht, die Baden-Württemberger, für die Digitalisierung. Wir sehen das anders. Wir wollen eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, Saskia Esken, niemand Besseres als sie, kann das auch noch mal beschreiben und was wir erreicht haben und was uns auch wichtig ist bei dem Thema Chancengleichheit und digitales Lernen, wie wir es voranbringen. Und ich darf, gestatten Sie mir, Saskia Esken kurz vorstellen, nämlich sie ist ja vom Beruf eigentlich schon prädestiniert. Sie ist staatlich geprüfte Informatikerin, hat aber auch einen Bezug zum Bildungsbereich, weil sie war nämlich auch von 2012 bis 2014 stellvertretende Vorsitzende des Landeselternbeirates in Baden-Württemberg. Sie ist seit 2013 Mitglied des Bundestages und hat sich als Digitalexpertin wirklich auch einen Namen gemacht. Und sie ist seit 2019 unsere Bundesvorsitzende der SPD. Saskia, du hast die, it's your floor. Vielen lieben Dank, Rita. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne zu euch und zu Ihnen gekommen, auf diesem Weg insbesondere. Ich will nicht sagen nur digital, weil ich finde, diese Veranstaltungen haben schon einen ganz besonderen Reiz und Charme. Wäre es jetzt nicht fast der Nachbarwahlkreis, wie ich hätte jetzt nicht wahnsinnig viel zu fahren zu dir. Aber ich könnte genauso gut so eine Veranstaltung in Schleswig-Holstein machen, null CO2 ausstoßen. Das muss man schon sagen, es hat auch was. Ja, wir können sehr viel auch miteinander reden, ins Gespräch kommen. Und wir haben ja uns mittlerweile daran gewöhnt, in dieses Loch auf dem Bildschirm zu gucken und dann damit den Eindruck zu vermitteln, als würden wir uns gegenseitig angucken. Es fällt schwer, aber wir kriegen das hin. Aber nein, ohne Quatsch, ich komme auch ganz gern mal wieder in den Wahlkreis zum Anfassen und zum miteinander sprechen und auch eine gemütliche Zeit miteinander haben. Bildung ist ein sozialdemokratisches Kernanliegen. Das kann man wirklich so sagen. Es hat mich damals deswegen sehr gefreut, 2013, als ich im Bundestag eingezogen bin, tatsächlich auch im Bildungsausschuss gehen zu können. Das ist schon nicht selbstverständlich, dass man den Ausschuss bekommt, den man sich wünscht. Und dass damals auch der Ausschuss Digitale Agenda gegründet wurde und dass ich die beiden Ausschüsse zusammen machen konnte, das war eine perfekte Kombination für mich. Rita hat es ja gesagt. Klar, für SozialdemokratInnen ist die Bildung fast schon ein Gründungsimpuls gewesen. Arbeiterbildungsvereine waren wichtige Vorläufer auch unserer Partei. Und für uns ist Bildung nach dieser Lesart der Schlüssel zur Emanzipation, also der Schlüssel zur Überwindung von Abhängigkeit und zu einem selbstbestimmten Leben. Und das ist auch heute noch so. Und das gilt auch für die digitalisierte Welt. Wenn man da selbstbestimmt und souverän sich bewegen will, dann muss man verstehen, wie die funktioniert, muss auch in der Lage sein, einen eigenen Beitrag dazu zu leisten. Und gerechte Chancen in der Bildung, unabhängig von der Herkunft, das ist ein ziemlicher Klops in der Frage der ungerechten, ungerecht verteilten Chancen, aber natürlich auch unabhängig vom Geldbeutel der Eltern und unabhängig vom Geldbeutel der Kommune. Die Rita hat auch das schon gesagt, das sind sozialdemokratische Kernthemen, die uns Bildungspolitiker, aber auch viele andere natürlich in der SPD nicht erst seit Corona umtreiben. Corona hat wie eben vieles andere auch, wie unter einem Brennglas schon bald eine Formulierung, die einem da auf der Zunge liegt,
Vieles auch rausgestrichen, eben auch die Unterschiede in der sozialen Gerechtigkeit, in den Bildungschancen, weil eben die Fähigkeiten der Eltern, die Möglichkeiten der Eltern, die finanziellen, der Bildungshintergrund, aber auch die Möglichkeit im Homeoffice überhaupt zu sein und Kinder unterstützen zu können, zu Hause einen Arbeitsplatz zu haben, wo Kinder in Ruhe arbeiten können, das hat die Schere ganz gewaltig auseinanderfallen lassen. Das stimmt natürlich. Und es ist eben in der aktuellen Krise auch der Bildungsbereich, in dem viele Versäumnisse sehr, sehr deutlich geworden sind, gerade auch im Bereich der Digitalisierung. Viel zu lange war das Thema digitale Bildung, wir sagen lieber zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt, dazu ein Nischenthema für so Nerds wie mich, das man nicht so richtig ernst genommen hat. Heute sehen alle die Bedeutung. Das ist tatsächlich durch Corona gekommen. Gleichzeitig zeigt uns die Krise aber auch in aller Schärfe, in aller Härte, wie stark eben die Unterschiede sind. Der Lockdown hat alte Ungleichheiten vertieft, neue sind dazugekommen. Das ist tatsächlich jetzt eine Sache, mit der wir auch aktiv umgehen müssen. Wir wissen heute noch nicht, ob mit der Delta-Variante, die da jetzt kommt, ein Unterricht nach den Sommerferien im Normalzustand in Präsenz stattfinden kann oder ob wir wieder zum Wechselunterricht kommen müssen. Ich wünsche es den Schülern nicht und auch den Lehrkräften nicht, weil das ist eine Riesenaufgabe. Ich habe heute im Tagesspiegel einen Appell gerichtet an die Lehrkräfte, aber zunächst einmal habe ich meinen Respekt davor ausgedrückt, was Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und Eltern in den letzten, sagen wir mal, 16 Monaten geleistet haben. Schule in diesem Hin und Her des Öffnens und Schließens und der dramatischen Entwicklungen noch so weiter zu lernen und trotzdem sich reinzuhängen, das ist schon sehr beeindruckend. Der Appell an die Lehrkräfte ging an die Notenkonferenzen, doch bitte jetzt die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in Schwierigkeiten geraten sind, nicht mit einer Nichtversetzung zu bestrafen, sondern die Versetzung auf Probe in Erwägung zu ziehen und dann das Aufholpaket, auf das ich noch zu sprechen kommen werde, zu nutzen, um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, jetzt auf ihrem Weg raus aus der Pandemie und raus aus der Krise. Das wäre wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Bildungsgerechtigkeit und Gesundheitsschutz zusammendenken und nicht als Zielkonflikt, das war schon immer auch im Lauf der Pandemie mein Credo. Ich denke, wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch nach den Sommerferien die Schulen und die Kitas gut offen bleiben können. Das geht nur über Impfen und Testen. Lehrkräfte und pädagogisches Personal müssen noch stärker motiviert werden, sich impfen zu lassen. Und das Testen muss aufrechterhalten werden, glaube ich, für die Kinder, wenn das jetzt im Herbst möglicherweise wieder hochgeht. Für Kinder unter 12 sind ja die Impfungen noch gar nicht zugelassen. Für Kinder über 12 hat sich die STIKO immer noch nicht entschließen können, die Impfung zu empfehlen. Die STIKO, muss man wissen, gibt keine epidemiologischen Empfehlungen, sondern nur für den Einzelnen. Ist für den Einzelnen der Nutzen oder der Schaden einer Impfung größer im Vergleich auch zur Erkrankung? Und da ist die Empfehlung nicht da. Jetzt liegt die Entscheidung bei den Kinderärzten und bei den Eltern. Das ist eine schwere Entscheidung. Und deswegen müssen wir auf anderem Wege schützen. Mit halbierten Lerngruppen im Wechselunterricht kann man natürlich Abstände halten. Man kann aber auch natürlich mit Masken und vor allem mit Luftfiltern. Im warmen September, Herbst mag man noch lüften können. Im Dezember ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Die Anschaffung von Luftfiltern wird entsprechend unterstützt und muss deswegen auch jetzt geleistet werden. Und ich glaube, auf die Art und Weise können wir gut über die möglicherweise noch weiter sich entwickelnde pandemische Lage drüber wegkommen. Wir sind ja mit dem Impfen schon ziemlich gut und werden noch wesentlich besser werden in den nächsten Monaten. Ja, digital unterstütztes Lernen. Gute Konzepte für digital unterstütztes Lernen gibt es, sind entwickelt worden, auch umgesetzt worden, jetzt auch in den letzten Monaten. Ich habe mit ganz vielen Schulen in meinem Wahlkreis auch gesprochen, immer wieder regelmäßig, habe mir berichten lassen. Und die haben gesagt, wir haben wirklich auch sehr viel selber entwickelt im Doing und Erfahrungen gemacht, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam auch Dinge entwickelt. Das ist eigentlich das Wertvollste, wie man überhaupt Medienentwicklung auch machen kann, nämlich so, dass es auch passt zum eigenen Kollegium und passt zur Schülerschaft, dass man Eltern unter Umständen mit einbezieht, die manchmal auch beruflich was beizutragen haben.
Das ist schon sehr sinnvoll. Aber wenn Schulen und Lehrkräfte digitale Bildungsangebote organisieren können, und Kinder dies auch tatsächlich wahrnehmen wollen, dann braucht es dafür Unterstützung. Und da hat, auch das hat Rita schon angemerkt, hat die Bundesregierung und haben wir als SPD vor allem auch dafür gesorgt, dass das möglich ist. Der Digitalpakt Schule mit 5,5 Milliarden ausgestattet, zu Beginn der Legislatur aufgelegt, ist nicht gut abgeflossen, das muss man ehrlicherweise sagen. Das hat mit bürokratischen Hindernissen zu tun, wie der Bedingung, einen Medienentwicklungsplan vorzulegen, bevor man überhaupt den ersten Euro beantragen kann. Das war eine sehr hohe Hürde. Wir haben diese Hürde gesenkt. Wir haben aber auch 1,5 Milliarden obendrauf gepackt für Dinge, die bisher nicht förderfähig waren, nämlich Endgeräte für Lehrkräfte, eine halbe Milliarde. Weitere halbe Milliarde Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, wo die Eltern das nicht leisten können. Und eine weitere halbe Milliarde für Administratoren und Tourinnen, natürlich, soweit es das gibt. Ich sage mal digitaler Hausmeister, weil sonst weiß man Hausmeisterin, sonst weiß man nicht recht, was das eigentlich sein soll. Eben jemand, der sich um den ganzen Fuhrpark an Maschinen, den man dann da hat, auch kümmert. Denn das kann kein IT-Fachlehrer und schon gar kein Deutschlehrer in 2 Entlastungsstunden mehr leisten, wenn nicht drei Kolleginnen und Kollegen im Netz sind, sondern 600 Schüler und 60 Lehrkräfte, dann geht es nicht mehr. Ja? Das ist dann ein Vollzeitjob für einen Profi, und so muss es dann auch gemacht werden. Es würde ja kein Unternehmen dem Pförtner überlassen, in 2 Stunden am Nachmittag sich mal ein bisschen darum zu kümmern, dass das Netz läuft. So, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung. Inwieweit die Bundesländer das jeweils in welcher Geschwindigkeit umsetzen, das liegt dann leider nicht in unserer Hand. Da kommt dann so ein Gefühl auf, wie Herr Kretschmann das jetzt entwickelt hat. Man könnte auch ohne das Bildungsministerium zurechtkommen. Ich bin mir nicht so sicher. Es gibt Zuständigkeiten für berufliche Bildung, die dort liegen und die ganz entscheidend wichtig sind für Weiterbildung natürlich nur in Teilen, aber für Erwachsenenbildung auch. Aber inwieweit jetzt die Forschung und die Wissenschaft in Baden-Württemberg käme ohne Bundesfördermittel, das stelle ich auch mal ein bisschen in Frage. Also es war schon ein frecher Vorstoß vom Herrn Kretschmann, aber in den letzten Tagen hat er ja schon öfter mal uns staunen lassen, auch über die Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel bei der Pandemiebekämpfung. Ein Grundstein unseres Rechtssystems, da, was man da Fragezeichen dran machen kann. Da habe ich schon auch gestaunt. Ja, in den letzten Wochen und Monaten haben sich ja alle auch auf eben Fernunterricht einstellen müssen, ohne viel Zeit für Vorbereitung. Und das hat bei manchen sehr, sehr gut funktioniert. An vielen Schulen konnte ja von Beginn an konnten innovative Lernkonzepte auch fortgeführt werden, weil die schon da waren. Bei anderen hat man es halt jetzt entwickeln müssen. Ich will insgesamt sagen, dieser Fernunterricht, den wir jetzt kennengelernt haben, das ist nicht digitale Bildung. Dass man Eltern damit zu Hause allein lässt, Fernunterricht zu begleiten, das ist nicht digitale Bildung. Sonst haben wir nämlich alle Angst davor und das wollen wir ganz sicher nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass Schülerinnen und Schüler Rüstzeug bekommen, um in unserer digitalisierten Welt gut zurechtzukommen. Dass sie nicht nur mit Hilfe digitaler Medien lernen, sondern dass sie sich auch dass sie die digitale Welt auch verstehen, dass sie mitzugestalten lernen, dass sie Algorithmen, das Netz und seine Strukturen kennen und dass sie die Nachricht von der Verschwörungstheorie unterscheiden lernen. Das ist auch ziemlich wichtig, wenn wir schauen, was sich jetzt in den letzten Monaten so entwickelt hat an Ideen, ob es diese Pandemie gibt und wer sie ausgelöst haben könnte und wer da jetzt ja, vielleicht Geld dran verdienen kann oder die Welt auch unter die Knute werfen. Dieses Coronavirus Fake, das ist schon sehr erstaunlich, was Leute sich da ausdenken. Und wir müssen schon dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger und zuerst einmal unsere Kinder und Jugendlichen lernen, eben solche Fragen und Nachrichten auch zu hinterfragen und möglicherweise eine weitere Quelle zu suchen, um mal zu gucken, was steckt da möglicherweise dahinter. Und vor allem, und das finde ich ganz wichtig, dass sie lernen, sich neues Wissen und neue Kompetenzen selber und aus eigenem Antrieb anzueignen, weil das wird das Wichtigste sein, was sie eben in ihrem Leben können müssen. Alles andere wissen wir ehrlich gesagt nicht. Was wissen wir denn, was Kinder in 10 oder gar 15 Jahren können müssen? Das wissen wir ganz bestimmt nicht. Aber dass sie lernen können müssen und sich Neues aneignen, das wissen wir gewiss. Und sie müssen natürlich ihre Fähigkeit auch schulen
über den Tellerrand hinauszublicken, Dinge im Zusammenhang sich anzuschauen und aus verschiedenen Blickwinkeln, weil das ist die Fähigkeit, die uns noch sehr lange von der sogenannten künstlichen Intelligenz unterscheidet und abhebt. Das ist was, was nur Menschen können. Und deswegen sind das die Fähigkeiten. Ist auch ganz interessant, dass das gerade so Forscher der künstlichen Intelligenz empfehlen, dass Schülerinnen und Schüler gerade in diesen Fähigkeiten, also in den wie gesagt, Tellerrand hinwegblicken und Ähnliches geschult werden müssen, dass es um Kommunikation geht und um Zusammenarbeit, Kollaboration. Man kennt es ja, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit künstlicher Intelligenz. Fußball spielen kann so ein Roboter relativ schnell, aber ein Team gibt es da nicht, weil das zu die Zusammenarbeit mit den anderen, das klappt nicht so. Und das Rollenspiel klappt auch nicht so. Da sind wir schon noch wesentlich besser und das bleiben wir auch noch eine Weile. Und das ist das, was unsere Kinder auch lernen müssen. Es ist wichtig, dass alle, da haben wir schon davon gesprochen, dass alle SchülerInnen ihre Fähigkeiten auch einbringen können, ihre Potenziale entwickeln. Und deswegen setzen wir uns als SPD natürlich auch für digitale Lernmittelfreiheit ein. Wir haben, ich habe es ja gesagt, mit der Ergänzung des Digitalpakts Schule auch schon, aber auch mit der Bezuschussung von digitalen Endgeräten durch das Jobcenter eine wichtige Grundlage gelegt. Ich will nur mal sagen, wenn jetzt in Baden-Württemberg Geräte angeschafft worden sind für, sagen wir mal, bedürftige Schülerinnen, dann hat Bremen die Mittel aus dem Bund aufgestockt und hat gesagt, nee, wir kaufen Geräte für alle Schülerinnen und Schüler, weil wir wollen dieses Stigma nicht. Wir wollen, dass unsere Schüler alle gut ausgestattet sind, dass alle das gleiche Gerät haben, dass man gut miteinander arbeiten kann. Hut ab, das muss man ehrlich sagen, das wäre der richtige Weg. Wir kaufen ja auch Bücher. Also wir in Baden-Württemberg haben ein hohes Maß an Lernmittelfreiheit, was die Bücher anbelangt. Und wenn wir das können, dann sollte man eigentlich denken, dann müssten auch die Geräte drin sein. Na gut, Corona hat die Digitalisierung an den Schulen vorangebracht und nicht nur da, aber die Pandemiebekämpfung hat auch eine Menge Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen. Ganz besonders Kinder und Jugendlichen haben unter den Kontaktbeschränkungen sehr gelitten, unter den geschlossenen Schulen, den fehlenden Freizeitangeboten auch, der Vereine, der Jugendzentren und so weiter. Kinder und Jugendliche brauchen Gleichaltrige, um sich auszutauschen, um sich zu entwickeln, um sich ausprobieren zu können. Und die haben insofern in den letzten 16 Monaten viel, viel mehr verpasst als nur Schulstoff. Und jetzt steht mit dem nächsten Schuljahr, ich habe es ja schon gesagt, ganz akut eine Phase an, wo wir Kindern und Jugendlichen wirklich jede Unterstützung zukommen lassen müssen, die wir irgendwie auf die Straße bringen können, damit sie eine gute, eine zuversichtliche Perspektive auch entwickeln können. Die haben so viele Ängste auch entwickelt, mitgenommen auch von zu Hause. Ängste um den Arbeitsplatz der Eltern und um die Zukunft, aber auch die eigene, der Schulabschluss, die Ausbildungsplätze und vieles andere mehr. Die Bildungsministerin vor allem, die Frau Karliczek, aber auch die Kultusminister haben sich ja vorgenommen, Lernrückstände bei SchülerInnen jetzt mit Nachhilfe in den sogenannten Kernfächern in Mathe und Deutsch vielleicht der ersten Fremdsprache auszugleichen. 1 Milliarde Euro soll dafür in die Hand genommen werden. Eine gute Sache, sage ich mal, ist nichts dagegen einzuwenden, aber aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion geht es bei dem Aufholpaket um viel mehr. Wir müssen vor allem die sozialen Auswirkungen, die eben mit der Krise gekommen sind, auch in den Blick nehmen. Und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass wir dieser 1 Milliarde von Frau Karliczek eine weitere Milliarde an die Seite stellen konnten, nämlich ganz genau für diese Themen einen ganzen Kasten voller Instrumente. Mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro auch für die soziale Entwicklung der Kinder. Gibt es Mittel für frühkindliche Bildung, für die soziale Begleitung an Schulen, in Jugendeinrichtungen, kulturelle Bildung, Sport und Spiel, Ferienfreizeiten. Und sehr viele junge Menschen bekommen die Perspektive, jetzt in einem Freiwilligendienstjahr schulische und außerschulische Einrichtungen zu unterstützen und selber in der aktuellen Situation, wo ganz viele ein bisschen die Orientierung verloren haben. Und keine Idee haben, was sie eigentlich machen könnten. Wir haben ein hohes Passungsproblem gerade im Moment auf dem Ausbildungsmarkt. Da eben durch das Freiwilligendienst auch, ja, auch so eine Orientierung zu geben. Das Paket ist jetzt auf den Weg gebracht, aber jetzt müssen die Angebote auch wirklich relativ schnell angenommen und umgesetzt werden. Deswegen habe ich unsere sozialdemokratischen Bürgermeister und Innen- und Oberbürgermeisterinnen angeschrieben. Das ist der Verteiler, den ich habe. Ich kann nicht an alle schreiben. Das wäre dann Angelegenheit der Kanzlerin, zum Beispiel. Die hat sich auch mit den Spitzenverbänden zusammengesetzt. Aber ich habe unseren
sozialdemokratischen Ober- und BürgermeisterInnen geschrieben, setzt euch jetzt zusammen mit euren Jugendlichen und mit den Akteuren vor Ort, mit euren Jugendhilfeeinrichtungen. Der eine hat die AWO, der andere das Kinderhilfswerk den Kinderschutzbund. Setzt euch zusammen, Jugendzentrum und so weiter, mit den Schulen und überlegt, welche Mittel dieses Instrumentenkastens kann jetzt bei euch eingesetzt werden, um da voranzukommen. Also runde Tische sollen jetzt dort ein Konzept entwickeln und dann die Mittel auch nutzen. Ich hoffe, dass das auch in deinem Wahlkreis dann bald möglich ist, liebe Rita. Das soll überall auch, finde ich, durchaus deutlich machen, was wir unter Kindergrundsicherung verstehen. Weil das Aufholpaket ist ein kleiner, begrenzter, nämlich auf ein Jahr, mehr oder weniger eineinhalb Jahre begrenzter Spiegel der Kindergrundsicherung. Gute Unterstützung für Kinder, von Eltern mit geringen Einkommen, mehr Unterstützung da, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Monetäre Unterstützung meine ich jetzt, also Kindergeld. Und auf der anderen Seite die Unterstützung der Institutionen, damit sie auf der Seite der Kinder stehen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die Pandemie hat uns allen, natürlich besonders Eltern und Betreuenden, vor Augen geführt, wie sehr unser Alltag auf ein funktionierendes Bildungssystem und Betreuungssystem baut, auch was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt. Um mehr Zeit fürs gemeinsame Lernen und mehr Förderung zu schaffen, ist das Lernen im Ganztag ein ganz wichtiger Schlüssel. Und deswegen ist es uns als SPD ein großes Anliegen, Ganztagsschulen zu fördern. Im Koalitionsvertrag des Bundes hatten wir ja vereinbart, einen Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung im Grundschulalter zu schaffen. Weil jetzt Eltern aus der Kita kommen, man könnte sagen, die sind verwöhnt, weil die haben ein Ganztagsangebot gehabt. Die haben, sagen wir mal, vielleicht 2 oder 3 Wochen Schließzeit im Jahr. Und dann kommen die Kinder in die Schule. Ich kann jetzt als Eltern mal einfach berichten, wie das dann ist. Dann hat man Halbtagsschule und 13 Wochen Ferien. Ja, da kannst du deinen Job aufgeben. Das war's. Das geht nicht mehr. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das auch fortführen in die älteren Jahrgänge. Das Projekt war schon auf der Zielgeraden. Der Bund hat umfangreiche Finanzmittel für die Betriebskosten zur Verfügung gestellt, ins Schaufenster nur stellen dürfen. Zur Verfügung stellen können wir es nicht, weil die Länder haben das Vorhaben im Bundesrat vorerst gestoppt. Ich finde es ausgesprochen bedauerlich. Das muss ich mal ganz jetzt so vorsichtig formulieren, wie es geht. Extrem bedauerlich. Ja, wir haben gesprochen über Corona, über Distanzlernen, über gerechte Bildungschancen, über eine zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt, aber auch über die soziale Begleitung von Kindern und Jugendlichen auf ihrem Weg aus der Krise raus. Jetzt freue ich mich drauf, mit euch, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, zu vertiefen, zu diskutieren. Wir hören ja noch einen weiteren Impuls. Ich bin überzeugt, dass wir Stück für Stück aus dieser Krise rauskommen, gemeinsam, wenn wir gemeinsam und solidarisch vorgehen, wie unsere Gesellschaft es ja über Jahrzehnte gut entwickelt hat. Ich glaube, Diskussionen wie heute Abend, die helfen uns auch dabei, eine gerechte Zukunft nicht aus dem Blick zu verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Saskia. Ich würde jetzt gerade weitergeben das Wort an Dr. Peter Schallmeier, der uns jetzt mal so kurz berichtet, wie das eigentlich vor Ort denn tatsächlich abläuft, was wie ankommt. Ich war schon wieder ein paar Monate her in der Schule und habe mich dort erkundigt, aber damals war das, glaube ich, nicht so absehbar, wie lange es dauert. Das war im Sommer letzten Jahres und ich glaube, ich hätte mir, habe damals gedacht, wir schaffen das, dass wir nicht nochmal eine Welle erleben, aber das hat uns eines Besseren belehrt. Peter, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Rita. Vielen Dank, Rita und Saskia, dass ich heute an diesem Online-Dialog teilnehmen kann. Und wir haben es gehört, dass ich aus der Praxis berichten darf, stellvertretend für die Schulen, vor allem hier im Kreis Waldshut. Praxis, das bedeutet bei mir, wir haben es gehört, ich bin Lehrer an einer beruflichen Schule in Waldshut. Waldshut bedeutet, das hatte Rita vorhin schon angedeutet, wir sind eigentlich absolute Randlage in Baden-Württemberg. Wir sind hier ländlicher Raum, wir sind weit weg von Stuttgart, wo das Kultusministerium sitzt. Berufliche Schule wiederum bedeutet genau das Gegenteil. Wir sitzen genau im Zentrum, gerade auch unsere Schule, die Justus-von-Liebig-Schule, ist im Zentrum gerade in der Krise mit dabei, denn wir bilden Pflegekräfte aus, Erzieherinnen und Erzieher und die Laborangestellten, die wir gerade in der Krise so dringend brauchen.
Und natürlich treibt auch uns, wir haben es gehört, das Thema, um das es heute geht, nämlich die Digitalisierung und vor allem Digitalisierung in Bezug auf Bildungsgerechtigkeit. Und genauer vielleicht die Frage, ob wir mehr Bildungsgerechtigkeit durch mehr Digitalisierung erreichen können oder durch Digitalisierung überhaupt. Und ich möchte versuchen, darauf vielleicht jetzt am Beispiel meiner Schule eine kleine Antwort zu geben. Digitalisierung für mich Hilfsmittel für Bildungsprozesse und aber auch Gegenstand von Bildungsprozessen. Das haben wir vorhin schon gehört bei Saskia. Oder wenn man es ein bisschen genauer aufdröseln möchte, Digitalisierung haben wir genutzt für Organisation, als Mittel fürs Lehren und Lernen, Werkzeug und natürlich, ich habe schon gesagt, als Gegenstand. Und ja, wie sah es da eigentlich aus vor Corona bei mir an der Schule? Zur Organisation hatten wir hauptsächlich eine Homepage, da hatten wir tagesaktuell den Stundenplan drauf, konnten die Schüler nachschauen. Fürs Lernen hatten wir teilweise Apps schon genutzt, aber auch nur sehr vereinzelt in den Fremdsprachen oder in der Mathematik. Wir hatten eine Plattform, von der derzeit ja sehr viel die Rede ist, nämlich Moodle, die immer mal wieder abgestürzt ist, die wir dann auch nur sporadisch genutzt haben. Und natürlich hatten wir Digitalisierung auch als Gegenstand in dem ein oder anderen Fach. Wir haben vorhin schon gehört, es geht auch um Fake News, zum Beispiel im Fach Deutsch. Fake News zu unterscheiden von richtigen Nachrichten. Und teilweise konnten wir auch vor der Krise schon Experten einladen, um dann mit den Schülerinnen und Schülern zusammen an der Medienkompetenz zu arbeiten. Insgesamt haben wir natürlich das erlebt, was viele andere Bereiche in der Krise auch erlebt haben. Wir haben einen extremen Schub erhalten in der Digitalisierung und eine extrem steile Lernkurve durchgemacht an der Schule. Das ging so weit, dass wir zur Organisation von Schule plötzlich ganz viele verschiedene Kanäle benutzt haben, benutzen mussten. Das war nicht mehr nur die Homepage, sondern es waren die E-Mails, es waren ganz viele verschiedene Messenger-Dienste, die nebeneinander gelaufen sind. Wir hatten ganz, ganz viele Kanäle dann zum Lernen im Lockdown selbst, das ganz klassische ausgedruckte Arbeitsblatt, teilweise noch per Post verschickt, aber auch Lernvideos und immer mehr Apps kamen dann zum Einsatz. Und wir haben mit verschiedenen Plattformen dann letztendlich experimentiert, nachdem Moodle sich nicht ganz als stabil erwiesen hat. Wir haben mit Zoom gearbeitet, wir haben mit Teams gearbeitet und natürlich mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch untereinander extrem viel diskutiert über Mediennutzung, Medienwirkung, Medienwirksamkeit. Und so haben wir uns dann allmählich einen Weg gebahnt durch diesen digitalen Dschungel und dabei allerdings dann einen Eindruck gewonnen, dass die Heterogenität immer größer wird. Wir haben es vorhin schon gehört, dass die Kluft immer weiter auseinandergeht und zwar zum einen zwischen den Schulen. Wir hatten das Glück, mit unserer Ausstattung schon vor der Krise unter den 12% der sogenannten Vorreiterschulen zu sein, die relativ gut in die Krise und durch die Krise kamen. Das war aber bei anderen Schulen im Landkreis Waldshut auch nicht gegeben. Und wir haben eine andere Heterogenität festgestellt, und zwar zwischen den Schülern. Rita hat es vorhin angesprochen, soziale und regionale Schere, die da doch deutlich auseinandergegangen ist. Und insofern könnte man erstmal das Fazit ziehen, natürlich, dass mehr Digitalisierung nicht unbedingt mehr Bildungsgerechtigkeit bedeutet. Und dann ist natürlich die Frage, woran das liegen kann. Und auch da haben wir schon einiges gehört. Ich würde sagen, es liegt zum großen Teil an den Rahmenbedingungen. Und auch da lassen sich vielleicht vier Bereiche unterscheiden. Da geht es um materielle Rahmenbedingungen, aber auch um personelle Rahmenbedingungen. Es geht um das Ideelle und auch das Emotionale. Was die Technik angeht, waren wir als Justus von Liebig Schule eigentlich ganz gut aufgestellt mit Glasfasernetz, mit WLAN, mit Tablets für die Lehrkräfte. Aber natürlich die Schülerinnen und Schüler waren überhaupt nicht auf die Krise vorbereitet, was die Ausstattung angeht, was das Internet zu Hause angeht. Was das Personal angeht, wir haben einige Lehrkräfte, die durchaus auch versiert sind. Wir sind eine berufliche Schule, mit diesen digitalen Medien umzugehen. Wir setzen ja zum Beispiel auch in der Pflege Roboter ein, in der Ausbildung. Wir hatten die Sozialarbeit im Haus und haben sie immer noch im Haus, auch die Berufsberatung. Aber da haben wir dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, vor der Krise, aber in der Krise umso mehr, dass wir da ziemlich auf Kante genäht sind, dass da ein extremer Nachholbedarf ist, gerade im ländlichen Raum, gerade an der Schweizer Grenze, gerade hier in Waldshut. Ideelle Rahmenbedingungen, damit meine ich vor allem die Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, ich meine aber damit auch die Verordnungen. Wir haben uns intern fortgebildet, so gut es ging. Wir haben die Angebote angenommen, die extern dazu kamen. Das waren viel zu wenige, nicht passgenau für digitales Lehren und Lernen. Und was uns sehr geärgert hat, natürlich sind die kurzfristigen Verordnungen, die freitagabends kamen, montags umgesetzt werden mussten oder überhaupt die Presse zu erfahren waren. Und deswegen denke ich, also von der Strategie kann man eigentlich gar nicht reden.
Ich glaube, sie ist immer noch nicht richtig in Sicht. Wir haben ja jetzt schon das Stichwort Delta-Variante gehört. Also auch da würde ich mir genauso wie Saskia auch wünschen, dass man da jetzt zu einer Strategie kommt, ob das jetzt eben die Luftfilter sind, ob das Testen und Impfen ist, dass man sich da wirklich eine längerfristige Perspektive. Ja, und ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, das ist eben das Emotionale, was alle erlebt haben, die am Schulleben beteiligt sind, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern, andere Mitarbeiterinnen. Das ist die totale Entgrenzung, würde ich das mal nennen. Also wir haben extrem viele verschiedene Aufgaben bekommen oder auch übernommen. Die Zeiten sind ausgeufert, die Umfänge sind ausgeufert für alle Beteiligten. Und das hat natürlich emotional extrem geschlaucht. Und so könnte man vielleicht das Fazit ein bisschen ergänzen. Also man kann mehr Digitalisierung oder mehr Digitalisierung muss nicht unbedingt mit mehr Bildungsgerechtigkeit zusammenhängen, vor allem wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und genau hier würde ich jetzt sagen, ist die Politik eigentlich in der Pflicht, weil wir vor Ort nur in gewissem Rahmen die Dinge ändern können, aber die Rahmenbedingungen selber oft nicht in der Hand haben. Und hier wäre meine Kernforderung, Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Ich weiß, dass das Land Baden-Württemberg ein Viertel seines Etats im Bildungsbereich unterbringt. Das ist eine ganze Menge. Und trotzdem bräuchten wir noch mehr Ressourcen, vielleicht sozial oder regional indiziert, dass auch wirklich gleichwertige Lebensverhältnisse möglich werden, wie es das Grundgesetz eigentlich vorsieht. Oder in unserem Fall mit Blick auf die Bildung, dass gleichwertige Lehr- und Lernverhältnisse möglich werden. Und wir haben es vorhin schon gehört, das ist ja auch Anliegen der SPD. Die kümmert sich da ja dankenswerterweise sehr darum. Soziale und regionale Herkunft darf nicht mehr über die Bildungschancen entscheiden. Also es darf nicht davon abhängen, wo ich zufälligerweise wohne, in die Schule gehe und aus welchem Elternhaus ich stamme, welchen Erfolg ich dann später im Leben habe. Und ja, was man da im Einzelnen noch machen könnte, gerade auch bei uns in der Region, wir haben auch einiges schon gehört. Das fängt an beim sprichwörtlichen Drucker, der zu Hause nicht zur Verfügung steht. Dafür gibt es ja auch Corona-Hilfen für die Ausstattung. Das ist aber nicht das Einzige, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich mehr Lehrkräfte. Ich kann es nur immer wieder betonen. Da haben wir einen starken Mangel. Wir brauchen die Assistenten, von denen vorhin schon die Rede war, um Schulleitungen zu unterstützen, die Administratoren, die uns bei der Technik ein bisschen unter die Arme greifen. Wir brauchen vielleicht andere Arbeitsplätze. Zur Beratung, internen Beratung, zur Beratung mit den Schülerinnen. Wir brauchen viel, viel mehr Fortbildung für digitales Lehren und Lernen. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal die Lehrpläne angucken, gerade mit Blick auf die Lernrückstände jetzt und auch den Fächerkanon vielleicht nochmal überblicken, weil das war eine der Erkenntnisse, die ich jetzt auch persönlich mitbekommen habe, als die Schülerinnen und Schüler wieder an die Schulen zurückgekehrt sind und davon berichtet haben, wie sie eigentlich durch die Krise gekommen sind. Und da haben sehr viele berichtet, sie hatten Leerlauf, sie hatten teilweise Langeweile oder man würde vielleicht auch sagen, sie hatten Muße und konnten damit aber relativ wenig anfangen. Und da muss man sich dann schon überlegen, müssen wir unsere Fächer oder unsere Lerninhalte nicht auch ein bisschen dahingehend anpassen? Ja, und den letzten Punkt, den ich noch machen möchte, was wir auf jeden Fall auch bräuchten, wie in anderen Bereichen natürlich auch, ist Wertschätzung, eine andere Art von Dialog mit den Schulen zwischen Kultusministerium, Regierungspräsidium und eben der unteren Ebene uns. Das hat die neue Kultusministerin Frau Schopper auch dankenswerterweise schon angesprochen und ich glaube, ihre ersten Äußerungen lassen da dann auch schon hoffen, dass da jetzt ein neuer Wind einkehrt, damit wir wirklich ins Gespräch kommen, wie Saskia vorhin auch schon gesagt hat, und im Dialog vor Ort, aber auch mit höheren Instanzen dann zu Lösungen kommen, die wirklich tragfähig sind. Und dann, wenn wir das so machen, dann können wir auch die Chancen von Digitalisierung wirklich ausspielen, zum Beispiel für die Diagnostik bei Lernrückständen oder bei der individuellen Förderung oder beim selbstständigen Lernen, KI-gestützt meinetwegen, sodass wir dann tatsächlich mehr Zeit gewinnen für soziale und kommunikative Prozesse. Auch das wurde schon angesprochen. Denn ich glaube, genau das, das Soziale und das Kommunikative ist der eigentliche Kern von Bildungsprozessen. Und das gelingt, denke ich, am besten in der Verschränkung von analogen und digitalen Lehr-Lernformen. Und ja, ich würde einfach dafür plädieren, dass wir wirklich jetzt die Gelegenheit nutzen, die einmalige Chance, die wir jetzt haben. Jetzt ist der Veränderungsdruck noch sehr groß. Jetzt ist auch der Veränderungswille noch sehr, sehr groß, dass wir diese Chance nutzen, um mehr Bildungsgerechtigkeit dann zu erzeugen.
Ja, und jetzt freue ich mich einfach auf die Diskussion. Das eine oder andere können wir dann gerne noch vertiefen. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter, für deinen Input. Und jetzt darf ich auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufrufen, entweder im Chat oder mit dem Handheben auf Fragen zu stellen. Jetzt gucke ich mal durch, ob es schon eine Hand gibt. Sonst beginne ich mal. Wir haben durchaus im Kreis Waldshut eine Schule, die neue Wege geht, die Gemeinschaftsschule Wutöschingen. Sie hat Kritiker, sie hat Fans, war durch das, dass sie digital ausgestattet war, natürlich gut auf Corona vorbereitet. Und ich will einfach auch nochmal fragen, warum eigentlich Schulen, ich sage das jetzt mal, wie ich das erlebe oder aus meiner Sicht, warum kann man eigentlich nicht offen damit umgehen, wie Schulen auch voneinander lernen oder was gut ist und was gut läuft und gerade weil die sich eine eigene Lernplattform auch erarbeitet haben, aber irgendwie quasi da kein Gehör finden. Wir haben gehört, Nudel ist quasi genudelt worden, also hat wohl nicht so funktioniert. Soll es eine Microsoft-Lösung geben, aber am Ende des Tages ist es genau der Punkt, dass Schülerinnen und Schüler ja durchaus selbstständig umgehen müssen mit dem. Und ich sage, das ist selbstständig, weil ich vergangene Woche im Deutschlandfunk gehört habe von Jugendlichen, die sehr, sehr krank wurden auch in dieser Corona-Zeit, sehr psychisch belastet waren. Und ich habe so eine Erinnerung, wie ein junger Mann dann auch sagte, im Gegensatz zur Schule musste er jetzt alles selber organisieren und sie ist selber verantwortlich. Und ich glaube, das macht auch was mit jungen Menschen. Sonst habe ich einen Verband, eine Klasse, habe klare Anweisungen und in dem Moment ist durchaus auch nochmal ein anderes Lernen ja auch angesagt und dann auch mit einem neuen System. Ich glaube, das hat viele Kinder und Jugendliche extrem herausgefordert. Also auch wenn sie klug sind, ist das eine, aber dieses Soziale und das Emotionale hat sie extrem herausgefordert. Jetzt gucke ich nochmal im Chat, wer eine Frage hat. Ich habe sonst meine Hand gehoben. Philipp hat die Hand gehoben. Philipp. Und ich, wir hören dich nicht. Philipp, wir können dich nicht verstehen. Jetzt müsste es klappen. Jetzt ist es gut, ja. Jetzt ist gut, oder? Ja. Okay. Mein Headset ist leider die Batterie leer von dem ganzen Tag. Das ist jeden Abend so. Ich habe drei verschiedene Perspektiven vielleicht. So ein bisschen der Papa, der seit November drei Kinder zu Hause hat, im Homeoffice ist und dessen Frau voll arbeitet, aber in einem Job, wo sie nicht Homeoffice machen kann. Deshalb hatte ich quasi als männlicher Begleiter meiner Kinder die gesamte Homeoffice-Zeit im Blick und habe mit denen eigentlich sehr begeistert wahrgenommen, wie toll die das lernen konnten. Aber das ist die ideellen Voraussetzungen, die Peter anspricht. Der Haushalt ist ein Akademikerhaushalt. Ich bin selber an der ETH tätig und am Paul-Scherrer-Institut. Und insofern gibt es eine sehr hohe Affinität zu digitalen Lernmitteln. Und die Kinder haben das auch sehr gut angenommen und dann auch sehr selbstständig umgesetzt. Gleichzeitig bin ich Elternvertreter in einer meiner Klassen meiner Kinder. Und da sieht man dann, dass das Ganze schon deutlich eine andere Perspektive hat, weil viele Leute komplett überfordert waren, Eltern, vor allem Alleinerziehende, sowohl Väter als auch Kinder, die einfach den Job schaukeln mussten und gleichzeitig ein oder zwei Kinder hatten zu Hause und der Job nicht notwendigerweise zugelassen hat, dass man die ganze Zeit zu Hause war. Und auch die, wo das geklappt hat, war dann sehr schwierig, weil oft man quasi den Lehrer ersetzt hat und am Abend dann bis spät in die Nacht die Arbeit gemacht hat, die man ja auch noch machen musste. Und da gab es einige Eltern in den Klassen, die da tatsächlich, wir hatten einen zu einem Elternabend einfach mal zum Austausch organisiert, die dann wirklich Tränen also geschluckt haben und einfach von der Zeit berichtet haben, wie eine extrem schwere Zeit und überfordert waren offensichtlich und auch die Kinder überfordert waren in dieser Zeit. Und mir ging, immer wieder geht es mir so, dass ich den Eindruck habe, dass die Kinder immer wieder zuletzt dran gedacht wurden, wie es eigentlich denen in der Krise ging.
Bei uns war das auch noch relativ gut. Wir hatten Kinder in der Nachbarschaft, die haben sich noch treffen dürfen, quasi vielleicht illegal, aber doch sehr wichtig für ihre sozialen Kompetenzen. Aber es gab auch viele Kinder, die dann tatsächlich alleine waren. Ich hatte auch 3 Kinder zu Hause, deshalb konnten sie sich zu dritt spielen. Aber wenn man Einzelkind war und dann wenige Kinder gesehen haben, die sind dann auch sehr einsam geworden. Und das hat man jetzt im Nachhinein gesehen, dass jetzt die Klassen wirklich auch aufblühen und ganz wichtig ist der Kontakt zu den anderen. Und die Kinder wollen am Nachmittag viel machen. Das ist dann manchmal schwierig mit den vielen Prüfungen, die man auch jetzt machen will, als Lehrer vielleicht. Da gibt es dann auch wieder eine Konfrontation. Und insofern, glaube ich, hat das Jahr sehr, sehr viele neue Perspektiven aufgemacht und sehr schwierige Perspektiven. Und Digitalisierung, glaube ich, haben wir insgesamt vernachlässigt. Wir haben es sehr gut uns selber beigebracht, aber was bei jedem digitalen System wirklich wichtig ist, dass man es damit vertraut ist, dass man es gelernt hat auch. Und ob es jetzt Moodle ist oder welche andere Plattform auch immer man benutzt, wir benutzen in der ETH auch solche Plattformen. Erst wenn man wirklich das gelernt hat und in Seminaren sich die Möglichkeiten erarbeitet hat, kann man damit anfangen auch zu unterrichten. Und das Ganze musste ja gleichzeitig funktionieren. Insofern ist das eine tolle Leistung der Lehrer gewesen, wie sie es irgendwie geschaukelt haben. Aber es ist nicht das Digitale alleine, was irgendwie das Problem lösen wird, sondern die Kombination, wie man dann, also zu lernen, wirklich mit dem Digitalen umzugehen. Und das müsste die alte Generation genauso wie die junge, glaube ich. Und da braucht man viel mehr Investitionen. Man braucht viel mehr Investitionen in eigentlich im Umgang, also nicht in die Software und die Hardware, sondern wie benutze ich digitale Medien korrekt. Und da muss man dann Lehrer entlasten gleichzeitig, dass sie nicht nebenher auch noch die Administration des Netzwerks machen und die Geräte der Kollegen pflegen, wenn irgendein Bluescreen auftaucht oder sonst was. Es ist absurd in meinen Augen, dass Schulen mit über 1000 Schülern und Lehrern in ein paar Zusatzstunden ein paar Lehrer quasi das ganze System wuppen sollen. Also das ist eine Illusion, dass das gut funktioniert langfristig. Also da muss wirklich investiert werden. Das ist geplant, aber ich habe da ein bisschen die Sorge, wir können ja uns die Leute nicht alle schnitzen. Und wir haben zwar das Geld zur Verfügung und ich sehe das jetzt auch wieder in Diskussionen mit Lehrern hier, dieser Aufholschub, der jetzt stattfinden soll, das braucht Personal, das braucht Leute, die Zusatzstunden machen, das braucht Leute, die in den Ferien arbeiten wollen, Kinder unterstützen wollen. Und viele Lehrer haben nach dem Jahr auch ein bisschen die Puste raus, hatte ich den Eindruck, und würden jetzt nicht nochmal Nachhilfeunterricht oder Aufholunterricht anbieten wollen, sondern denken, das soll mal jemand anderer machen. Aber die gibt es nicht. Also Geld alleine, Ressourcen sind wichtig, aber man muss auch irgendwie sich überlegen, woher kommen eigentlich all die Leute, die wir brauchen im Bildungssystem. Und da bin ich einverstanden. Wir investieren über Jahrzehnte schon zu wenig in Bildung, sowohl in die ganz primäre. Ich sage immer, man verliert ganz am Anfang die Kinder im Lernen und nicht am Ende an der Hochschule. Man muss viel mehr Geld in die frühe Bildung stecken, Grundschule und davor, damit dann die Grundlagen, wie lerne ich eigentlich richtig, überhaupt gelegt sind. Und da braucht man wirklich nicht nur einen kurzen Feuer jetzt mit vielen Investitionen kurzfristig, sondern langfristig eine deutliche Anhöhung des gesamten Bildungsbudgets auf allen Ebenen. Vielen Dank. Jetzt haben wir 2 Wortmeldungen. Einmal von der Frau Vogt, wir würden sie einfach sammeln. Und von Janine Regel-Zachmann. Frau Vogt, bitte. Genau, mein Name ist Johanna Vogt. Ich bin Elternbeiratsvorsitzende in einer Grundschule in Konstanz, Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Gesamtstadt Konstanz und wollte noch ein paar andere Aspekte mit reinbringen, Diskussion. Weil zum einen kann ich natürlich Herrn Schattenmeier in vielen Punkten beisteuern, was er gesagt hat, aber er hat seine Perspektive aus der beruflichen Schule dargestellt. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Bild an vielen anderen Schularten. Vor allem an den Grundschulen tatsächlich, aber auch in unserem SBBZ und an den Förderschulen. Was ich da erlebt habe an Digitalisierung, bestand aus einer E-Mail. Also das war es an vielen Schulen. Ich kann nicht für alle Schulen sprechen, aber von unseren 11 Grundschulen sind, glaube ich, 3 dabei, die haben mittlerweile einen Moodle aufgebaut. Ich kenne aber genug Grundschulen, die sagen, sie haben gar kein Interesse daran. Teilweise auch, weil die Lehrerschaft nicht dahinter steht, teilweise aber auch, weil die Eltern sagen, sie möchten das nicht für ihre Kinder haben. Sie möchten nicht, dass gerade ihr Erstklässlerkind oder Zweitklässlerkind schon so viel vor dem Bildschirm sitzt, weil natürlich Lernen auch gerade im Grundschulalter vielleicht noch anders funktioniert. Da bin ich aber kein Experte. Ich will nur sagen, gerade an den Grundschulen ist die Digitalisierung noch in den meisten Fällen noch überhaupt nicht angekommen. Und das macht mir besonders Sorgen vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht ins nächste Corona-Wellen-Szenario fließen und wir, die Erstklässler-Kinder, ihre Klassenkameraden gar nicht kennenlernen, ihre Klassenlehrerin gar nicht kennenlernen und dann über diese Materialpakete mit ihren Eltern, weil die können die Materialpakete ja nicht alleine bearbeiten, wieder gemeinsam sitzen, die Eltern gehen kaputt, die Kinder
Wie war das Beispiel aus der Studie war, es war wie Sommerferien, ne? Die erste Corona-Welle für die Kinder, weil sie nichts gelernt haben, beziehungsweise gerade mal so halten konnten, was sie konnten. Das ist also sehr erschauerlich. Aber auch aus den Realschulen habe ich ganz viel Rückmeldung bekommen, wobei wir haben nur zwei in Konstanz, dass sehr wenig digital gearbeitet worden ist. Teilweise wird es auf die Eltern geschoben, im Sinne von die Eltern oder die Schüler sind dafür nicht geeignet. Wenn ich es mal böse bezeichnen möchte, teilweise sagen, es ist halt irgendwie nicht möglich. In den Gymnasien läuft es überwiegend sehr gut, was ich mitbekommen habe. Aber auch da, wie in jeder Schule, ist es sehr, sehr lehrkraftsabhängig. Wenn die Lehrkraft Interesse hat, wenn die Lehrkraft motiviert ist, wenn die Lehrkraft eine Weiterbildung hatte, dann kann es sehr gut laufen. Es kann aber auch anders laufen. Sie sehen in meinem Namen, ich habe hinter UKN stehen. Ich bin nämlich auch Mitarbeiterin der Uni Konstanz. Wir bilden Lehrkräfte aus für das Gymnasium. Und wir haben uns ein paar Fördermittel eingeworben, um zum Beispiel im Bereich der digitalen Lehrerbildung aktiv zu sein. Das ist aber nicht, das muss an allen Schulausbildungsstätten, sozusagen Lehrerausbildungsstätten. Und auch da wird immer wieder Wunsch geäußert, macht das doch curricular verpflichtend wenigstens. Was wir gerade anbieten, ist im Grunde alles Add-on. Wenn ihr wollt, liebe Lehrkräfte oder zukünftige Lehrkräfte, bieten wir hier mal ein Seminar an zum Thema Digitalisierung. Ich würde sagen, das ist zu wenig. Das müsste uns eigentlich allen klar sein, dass das zu wenig ist. Denn selbst wenn Corona vorbei ist, sind durchaus, glaube ich, viele Lehrkräfte, aber auch viele Schülerinnen und Schüler begeistert von den Möglichkeiten, die das bietet. Insofern ist das nochmal ein Hinweis im Sinne von Lehrer-Lehrerin-Ausbildung. Das waren die Punkte, die ich noch kurz mit einbringen wollte, zumindest in die Diskussion. Danke, Frau Vogt. Ich finde es sehr interessant und ich denke, dass immer so das Berufsbild als solches verändert sich. Also ich nehme jetzt mal einen Kfz-Mechaniker, der ging früher mit dem Schraubenschlüssel hin, heute geht er mit dem Laptop hin. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, bestimmte Bereiche, obwohl die Entwicklung so rasant ist, verändert sich sehr, sehr langsam. Aber wie sich das vielleicht verändert, kann uns auch nochmal Janine Regelsach bei Ihrer Schule vielleicht berichten, wie sie damit umgeht. So, jetzt. Ja, Janine Regel-Zachmann, ich bin Schulleiterin an der Verbundschule. Das ist eine Grundschule, eine Hauptschule und eine Realschule im Landkreis Waldshut. Wir sind digital recht gut ausgestattet. Wir sind auch Hospitationsschule vom Kultusministerium. Wir haben ein sehr junges, sehr aktives Kollegium, die Umsteuerung auf Fernlernunterricht, das war anstrengend, aber es war für uns durchaus leistbar. Also wir haben auch über Moodle gearbeitet. Und ich würde gerne auf deine Frage von vorher eingehen, Rita. Da hast du gefragt, warum wird eigentlich nicht Dealer benutzt, wenn die Alemannenschule in Bud Oeschingen sowas hat? Das würde ich gern beantworten. Das eine ist, Dealer ist eine Plattform, da stellen Lehrkräfte Materialien ein. Und die sind immer so gut und so anspruchsvoll wie das, was die Lehrkräfte eben machen, die das da einstellen. Wenn wir mit Schulbüchern arbeiten, dann sind die Sachen überprüft, dann sind die Sachen immer auch bildungsplankonform und es gibt Schulbücher auch digital. Also es geht überhaupt nicht darum, Bildungsplaninhalte in digitaler Form zu bekommen. Das haben wir in Sekunden im Moodle auch drin. Und ich glaube, das ist ein Kernproblem, ein Verständnisproblem von dem, was digitales Lernen bedeutet. Es bedeutet nämlich nicht, ich stelle einfach Material online und die Kinder müssen es alleine machen, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir eben synchrone, asynchrone Formen haben, dass wir echtes Blended Learning machen. Das heißt, dass es Präsenzphasen gibt, dass es aber auch Phasen gibt, wo sie wieder allein arbeiten können. Die Lehrkraft muss einfach persönlich da sein. Das haben wir immer wieder gemerkt jetzt in der Phase, dass Lehrkräfte einfach richtige Unterrichtsstunden halten mussten, dass wir mit Padlets gearbeitet haben, dass Lehrkräfte zum Teil sich auch einfach hinten Papier hingeklebt haben, das als Tafel benutzt haben, aber eben im direkten Austausch mit den Kindern waren, weil die uns brauchen und die sind wahnsinnig auf uns fokussiert. Und es gibt eben Kinder, Peter hat es vorher angesprochen, die haben keinen Background oder auch der Philipp hat es gesagt. Und da sind wir als Erwachsene oftmals die einzigen Menschen, die am Tag überhaupt mit ihnen sprechen und in Kontakt treten, weil manche Eltern eben diesem Auftrag nicht mehr gerecht werden. Und da hilft Dealer bei all dem gar nichts. Also da könnte ich auch alles andere nehmen. Das ist der Grund, warum wir uns da nicht drum kümmern, sondern wir müssen einfach dahin kommen, dass wir tatsächlich mit den Kindern chatten können, dass wir Videokonferenzen haben können, wenn es digital sein muss. Vielen Dank, Philipp. Das ist ein Grundverständnis, was man verändern muss. Und das bedeutet gleichzeitig, wir brauchen eine sehr gute Ausstattung. Jetzt leben wir auf dem Land.
Und wir können eben nicht innerhalb kürzester Zeit überall Glasfaserkabel hinbekommen. Und selbst wenn wir das haben, bleibt noch das Problem, dass die Eltern und Schüler manchmal nicht fähig sind, ihre Geräte am Laufen zu halten, die Programme aufzuspielen. Und ich bin der Meinung, wir bräuchten sowas wie Lernhäuser, dass man sagen kann, das sind wie Mediatheken oder große Bibliotheken. Vielleicht kennt der ein oder andere zum Beispiel in Stuttgart die neue Bücherei oder Bibliothek dort, wo es Arbeitsplätze gibt, wo die Kinder einfach hin können, die daheim nicht die Möglichkeit haben. Und ja, dort bräuchte man ja auch nicht unbedingt pädagogisches Personal, das wir eben, so wie es der Philipp sagt, uns ja auch nicht schnitzen können, sondern da brauchen wir eben Betreuung. In den Schulen, auch das möchte ich unterstützen. Also wir haben so viele PCs und Tablets an der Schule, da würde eine Firma 2 ITler voll einstellen. An meiner Schule haben wir sage und schreibe 2 Deputatsstunden dafür. Das geht einfach nicht. Also wir können nicht mit 2 Deputatsstunden in der Woche so viele PCs betreuen, Moodle-Plattformen pflegen. Wir arbeiten seit langem sehr digital. Das heißt, wir haben also alle Stundenpläne digital. Die Eltern und Schüler haben da immer schon einen Messenger gehabt. Sie können die Klassenarbeiten und alles dort sehen. Aber das machen wir alles in unserer Freizeit und nebenbei. Und das ist einfach im Normalfall schon viel, aber jetzt mit Corona noch dazu ist es enorm, was da auf uns zukommt. Und da hätte ich an die Politik eben auch die Forderung, wir brauchen einfach Entlastung. Also wir brauchen ein Lehrerdeputat, wo es auch, was auch die reelle Arbeitszeit abbildet, die wir haben. Und da muss auch einfach eine Kooperationszeit bei den Lehrern mit dabei sein. Das darf nicht dem Schulleiter überlassen bleiben, dass er die Lehrkräfte dazu bringt, zu Konferenzen oder zum Zusammenarbeiten zu kommen. Andere Bundesländer wie Berlin beispielsweise haben die Unterrichtsverpflichtung für die Schulleiter abgeschafft. Das wäre in so einer Phase wie jetzt Corona dringend nötig gewesen. Also ich beispielsweise mit fast 700 Schülern unterrichte noch 7 Stunden die Woche. Ich kenne keinen Chef von 70 Mitarbeitern, der mehr als einen Tag am Band steht. Das ist einfach völlig unsinnig. Also solche Dinge müssen verändert werden, das ist völlig veraltet. Microsoft 365 wäre die Lösung, um tatsächlich mit Teams zu arbeiten. Wir machen das illegalerweise. Wir haben Teams und wir haben die Lehrer drin. Die Schüler können wir da nicht mit reinnehmen. Aber wir brauchen, also das muss aus der Grauzone rauskommen. Es ist völlig, völlig naiv zu denken, dass Lehrkräfte in ihrer Freizeit ein sichereres System aufbauen können als Microsoft 365. Dass das nicht gehackt wird und dass da der Datenschutz besser ist. Also wir kennen diese Aussage von der German Angst. Ich möchte es gar nicht so negativ darstellen. Ich finde es gut, dass wir Wert auf Datenschutz legen, dass wir dann einen anderen Weg gehen als viele andere Länder. Aber Ritter, du weißt es, ich war viel im Ausland tätig und wir werden den Anschluss verlieren, wenn wir nicht so arbeiten können. Wie sollen wir das leisten, wenn uns permanenter Datenschutz überall im Weg steht? Und vor allen Dingen wichtige Dinge, die wir nicht austauschen können, zerstört. Also wir haben ja mit Ella in Baden-Württemberg also eine Bauchlandung erlebt. Ich persönlich bin der Meinung, das ist der Feindschaft zwischen der Frau Dr. Eisenmann und Herrn Strobel geschuldet gewesen, dass dieses Projekt so gegen die Wand gefahren wurde. Schlussendlich ist es mir egal, wie es tatsächlich war, aber wir brauchen sowas. Also wir müssen irgendwo was haben, wo alles auf einer Plattform liegt. Wir müssen, also wenn ich im Ausland schaue, in der Türkei, dann habe ich, jeder Schüler ist dort angelegt mit allen Leistungen, die er erbracht hat, mit allen sonderpädagogischen Untersuchungen, mit allem, was es zu dem gibt. Und wenn ein Schüler die Schule wechselt, dann kann ich das einsehen. Wenn zu mir ein Schüler neu kommt, fange ich wieder von vorne an und beantrage wieder sonderpädagogische Überprüfungen und all die Dinge, die man dann ganz mühsam bekommt. Also auch da in dem Bereich muss die Digitalisierung vorangehen. Nicht nur um Schüler, also mir geht es nicht darum, den Misserfolg zu dokumentieren, sondern man möchte den Erfolg ermöglichen. Das soll da im Zentrum stehen. Und dann möchte ich gern noch ganz kurz was zur Schulkultur sagen und zum Thema Schulsozialarbeit. Wir warten dringend auf einen Schulsozialarbeiter für jede Schule. Das muss einfach sein. Wir haben Kinder, die total abgehängt sind. Wir haben es in Nachrichten alle mitbekommen, was an Gewalt in den Familien stattgefunden hat oder stattfindet. Wir wissen, wie viele psychische Auffälligkeiten da sind. Das ist ein Drama, dass wir keine eigenen Schulsozialarbeiter haben und
Ich habe mehrere Kinder an der Schule, die da haben sich bestimmte Verhaltensweisen verstärkt, Magersucht beispielsweise, Selbstverletzungen und solche Dinge. Wir haben nicht die Möglichkeit, die in Kliniken zu bringen. Es gibt einfach keine Plätze. Wir haben für die Schulschwänzer, für die Kinder, die schulabsent sind, haben wir hier eine Nabi-Klasse. Die haben 8 Plätze für einen ganzen Landkreis. Das ist nicht ausreichend im Moment. Also die Kinder sind, das irritiert vielleicht jemanden, der nicht mit Schule zu tun hat, aber Schulabsentismus kann ja auch daheim passieren, wenn sie eben nicht mitarbeiten. Und wir brauchen solche Einrichtungen und solche Möglichkeiten. Da müssen Strukturen aufgebaut werden, anders werden wir das nicht hinbekommen. Ja, waren ein paar Anmerkungen von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Janine. Und ich habe 10 Frau Vogt, aber ich würde mal sagen, wir beantworten das mal, beziehungsweise Saskia geht mal darauf ein und dann machen wir eine zweite Runde. Saskia. Ja, vielen Dank. Es war doch jetzt auch schon recht viel und ich will ja auch nicht so ewig antworten. Will noch mal deutlich machen, dass ich zu einigem was gesagt hatte. Unter anderem klar sind 2 Deputatstunden als Entlastung für die Administration eines Schulnetzes mit allen Schülern drin und den Lehrkräften völlig abwegig. Deswegen haben wir, wie gesagt, einen Teil dieser Aufstockung auf den Digitalpakt, nämlich 500 Millionen für genau die Ausbildung und Beschäftigung von Administratoren, so ist die Formulierung gewesen, auf den Weg gebracht. Ich finde, 500 Millionen Euro ist ein ganz schöner Batzen Geld. Letztes Jahr im September auf den Weg gebracht. Und wenn das in Baden-Württemberg noch nicht auf der Straße ist, dann müssen sich die Verantwortlichen auch fragen lassen, was sie da eigentlich machen. Weil natürlich kann der Bund nur das Geld geben, dann macht Frau Karliczek, und da war sie in dem Fall, glaube ich, sogar relativ schnell, eine Bund-Länder-Vereinbarung, wo dann die Länder wieder, sagen wir mal, sagen, ja, wir machen auch noch ein bisschen mehr bei der Lehrkräftefortbildung, weil das wäre eigentlich ihr Job. Und dann fließt das Geld und dann könnte man loslegen und die Leute werden echt dringend gebraucht. Klar gibt es die Leute auch auf dem Markt nicht, das stimmt. Deswegen ist ja Ausbildung und Beschäftigung damit gedacht und dann kann man vielleicht auch vorankommen. Der eine oder andere Schulträger ist ja da auch schon in die Pflicht gegangen. Andere Hausmeister, jetzt sagen wir mal, es gibt da auch keinen Lehrer, der für die Reparatur der Heizung zuständig ist. Mit 2 Entlastungsstunden pro Woche. Das wäre auch lustig. Also das sind eigentlich Sachen, die fast selbstverständlich sind und trotzdem bei weitem natürlich nicht selbstverständlich. Wozu will ich dringend noch was sagen? Oh, verpflichtende Inhalte in der Lehrkräfteausbildung. Das ist eine schöne Sache. 1998, das habe ich erfahren, als ich in das Thema eingestiegen bin, 2013. 1998 hat die Kultusministerkonferenz einstimmig, wie die eben auch alles beschlossen, dass jetzt digitale Mediendidaktik verpflichtend in die Lehrkräfteausbildung eingeführt werden soll. Wir haben jetzt 2021, das ist 23 Jahre her und das ist nicht umgesetzt, in keinem einzigen Bundesland. Und warum? Klar, ich meine, das ist ein komischer Beschluss. Die Kultusminister haben überhaupt keinen Einfluss darauf, was die Hochschulen inhaltlich ihren Lehrkräften beibringen, obwohl die Kultusminister Abnehmer sind dieser Ausbildung, hat man keinen Einfluss. Man kann nur nett bitten. Ich kann mich erinnern, dass wir in Baden-Württemberg noch lange an der Pädagogischen Hochschule Heimat- und Sachkundeunterricht gelehrt hat, wo es das Fach schon gar nicht mehr gegeben hat. Also schon fragwürdige Dinge, da wir als Deutsche ziemlich prüfungsgetrieben sind in unseren Gedanken, glaube ich, wäre der richtige Weg zu sagen, da wo das Kultusministerium nämlich Zugriff hat, bei den Prüfungsformaten für die Lehrkräfte zu sagen, eine der Stunden, die dort geleistet werden müssen, also Schulstunden, Unterrichtsstunden, die muss mit digitalen Medien gestaltet werden, dann wäre das ganz schnell auch Inhalt der Ausbildungen. Bei den Fortbildungen ist es natürlich genauso, mehr Fortbildungen, das funktioniert nur, ist übrigens auch Teil des Digitalpakts, da kann man Finanzierung für solche Fortbildungen auch bekommen, am liebsten länderübergreifend, weil ehrlich gesagt, wenn man über digitale Medien Fortbildungen machen will, warum macht man sie nicht einfach digital? Das wäre ja mal eine ganz andere Vorgehensweise. Dann könnte man auch bundesländerübergreifend sowas anbieten und dann könnte es auch mehr geben. Ganz besonders hat mich der Hinweis auf die GMS Wood Oesching gefreut, weil ich Valentin Helling und Stefan Ruppaner von der Schule
eingeladen hatte. Ich hatte vergangenes Jahr im Dezember eine Runde, natürlich digital, eingeladen zum Thema Lernplattform, Bildungsplattform, Bildungscloud oder wie man auch immer dazu sagen will. Und zwar deshalb, weil wir natürlich gemerkt haben, da gibt es einen Mangel, weil jetzt alle von Teams gesprochen haben und von Moodle, das selber nicht zusammengebrochen ist, nur die Server. Ella, das aus welchen Gründen auch immer an die Wand gefahren ist, Logineo übrigens genauso. Andere kommerzielle Anbieter wie It's Learning zum Beispiel, die funktionieren. Auch mit Datenschutz kann man sowas funktionierend hinbekommen. Aber wir haben tatsächlich im Koalitionsvertrag dieser Legislatur, den ich in der Nische mit verhandeln durfte, beim Thema Digitalisierung, haben wir vereinbart, dass der Bund dafür sorgen soll, dass all die Angebote, die da in den Schulen genutzt werden, ist ja gar nicht einmal in einem Bundesland einheitlich, dass die durch Schnittstellen und Standards so vernetzt werden, dass man auch zusammenarbeiten kann und dass in diesem Zentrum, sozusagen in dieser Spinne, die dann der Bund auch betreiben würde, dass da eben auch offen lizenzierte Lehr- und Lernmaterialien, diese Open Educational Resources, entstehen können, dass dort auch eine Schwarmzertifizierung stattfinden kann und so vieles andere mehr, was da wirklich hilfreich gewesen wäre. Jetzt haben wir eine Bundesbildungsministerin, wo ich ehrlich sagen muss, ich habe schon mal die Frage gestellt, was die Frau eigentlich beruflich macht, weil sie hat in den letzten 4 Jahren daran auf jeden Fall mal gar nichts gemacht. Jetzt, 2 Monate vor der Wahl, hat sie einen Wettbewerb auf die Schiene gesetzt. Da sollen sich jetzt Leute drum bewerben. Das ist ein bisschen spät und es ist leider auch nicht mehr sehr hilfreich. Genauso ging es um Kompetenzzentren. Wir haben uns vorgenommen, 20 Kompetenzzentren, ich weiß nicht genau, warum 20, aber eben ein bisschen mehr als 16, im ganzen Bundesgebiet entstehen zu lassen für digitales Lehren und Lernen, weil auch da die Vernetzung notwendig wäre. Es gibt so viele Schulen, die schon viel drauf haben, wie die GMS in Wutöschingen und andere, die davon profitieren könnten, auch von deren Erfahrungen, was nicht funktioniert, denn die haben die natürlich auch gemacht. Das auch im Land und womöglich sogar über Landesgrenzen hinaus möglich zu machen, das wäre sehr, sehr hilfreich. Es ist angesprochen worden, das Aufholpaket und wo soll denn das Personal herkommen? Ja, das Problem haben wir natürlich in vielen Ecken und Enden, wenn wir jetzt sagen würden, zum Beispiel nach dem Amoklauf da in der schlimmen Tat in Würzburg. Das ist ein psychisch gestörter junger Mann. Das ist schon mal offensichtlich, ob er auch islamistisch irgendwie mit Propagandamaterial entsprechend aufgeladen und aufgeheizt wurde, wissen wir nicht. Aber der Islamismus ist so oder so bekämpfenswert, eine menschenfeindliche Ideologie. Aber diese psychische Störung, dass einer 6 Jahre hier in Deutschland leben kann als Flüchtling und seine psychische Störung wird nicht behandelt, weil man da unterversorgt sind, das ist ja auch ein Drama, ja. So, und jetzt ist es tatsächlich so, dass eben das Personal fehlt. Wir könnten jetzt sagen, Mensch, wir wollen jetzt aber flächendeckend mal psychosoziale Betreuung anbieten, so wie der Ruf nach Schulsozialarbeitern an den Schulen völlig selbstverständlich richtig ist. Aber es gibt das Personal überhaupt nicht. Und deswegen jetzt auszubilden, auch für soziale Berufe, für die Kinder- und Jugendmedizin, für überall da, wo es fehlt, ist dringend, dringend notwendig. Im Aufholpaket ist enthalten die Idee, dass Lehrkräfte, die an Nachhilfeinstituten arbeiten, Lehrkräfte, die in Volkshochschulen arbeiten, pensionierte Lehrkräfte, Lehramtsstudierende, jetzt eingesetzt werden, um eben diese Situation zu beheben. Dazu ist auch Geld für Sozialarbeit, steckt auch im Aufholpaket, dass nicht allzu viele Schulsozialarbeiter arbeitslos auf der Straße sitzen und darauf warten, dass sie für ein Jahr befristet angestellt werden, ist mir auch bewusst. Deswegen haben wir die Freiwilligendienste so stark gemacht, weil wir gesagt haben, auch das ist Personal, das unterstützen kann. Und natürlich Studis. Studierende, nicht nur Lehramtsstudierende, sondern auch Studierende von egal was, weil die gerade im Moment Jobs brauchen. Ja, die haben die Gastronomie, der Messebau, all diese Jobs, womit sich Studierende über Wasser halten, sind im Moment nicht da. Die könnten an den Schulen und auch in anderen Einrichtungen durchaus unterstützen. Das sind keine zusätzlichen Lehrkräfte, das ist vollkommen klar. Auch das, was Teach First liefern könnt ihr einen zusätzlichen Fellows, auch die werden zusätzlich Geld bekommen, sind keine Lehrkräfte, aber es ist auf jeden Fall, es sind Menschen, die mit unterstützen können,
und die Lehrkräfte entlasten können und auf dem Weg auch eben zu einer Verbesserung führen. Vieles andere, was mit Entlastungsstunden von Lehrkräften gemacht wird, was nicht unbedingt ihrer Ausbildung entspricht, könnte von anderen, wir haben vom Schulassistenten gesprochen, Verwaltungsassistenten und so weiter, könnte gemacht werden, damit eben Lehrkräfte das tun können, wofür sie ausgebildet sind und wofür sie dringend gebraucht werden. Ich verstehe schon auch den Appell der Schulleiterin zu sagen, wie kann das sein, dass ich noch so viel unterrichten muss. Klar, einerseits und andererseits, ja. Also ich glaube, ein guter Schulleiter muss noch, Schulleiterin muss noch Kontakt zum Lehren und Lernen haben, nicht nur als Schulleitung, aber auf der anderen Seite fehlt natürlich die Zeit, um die Schule auch gut zu leiten. Das sind Dinge, die man teils mit entsprechender Bundesunterstützung, teils natürlich auch mit der Landespolitik oder auch mit Kommunalpolitik auf den Weg bringen kann. Alle zusammen müssen verstehen, dass es jetzt in der Bildung vorangehen muss, weil Bildung ist ganz klar unsere Zukunft. Ich will noch eine Randbemerkung zum Datenschutz machen. Ich habe schon mal so gesagt, It's Learning kann das auch. Der Datenschutz ist nicht deutsch. Unser Datenschutz ist europäisch. Und wir haben, das ist ein wichtiges Schutzrecht für Menschen, schützt ja keine Daten, sondern Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten. Und auch Microsoft und andere Akteure, global agierende Unternehmen, wären in der Lage, mit den Daten unserer Kinder so umzugehen, dass es unseren Regeln entspricht. Und die Erwartung habe ich auch an die Unternehmen, wenn die das mit amerikanischen Servern und Cloud-Anbietern nicht gewährleisten können, dann sollen sie die Server hier betreiben. Die verdienen hier Geld mit ihren Produkten und sollen sich deswegen, glaube ich, das dürfen wir erwarten, auch an europäische Regeln halten. Danke. Saskia, wenn die Server auch noch einen blauen Umweltengel haben, dann ist es doppelt besser. Muss ich jetzt mir noch, kann mir nicht ersparen. Jetzt, Frau Vogt, Sie hatten sich nochmal gemeldet. Ganz genau, weil meine Vorrednerin, die Grundschullehrerin oder Grundschulleitung, der Name ist gerade weg, deswegen kann ich nicht mehr den Namen sagen, hat einen Aspekt noch aufgebracht, den ich nochmal unterstützen wollte. Und dann ging es darum, dass Sie ja auch als Schulleitung, aber ich würde sagen, es betrifft jede Lehrkraft, sich eigentlich auf ihr Kerngeschäft beziehen sollte. Und ihr Kerngeschäft ist, ich habe es gerade mal versucht zu summieren, ist sozusagen die Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsnachbereitung, Organisation von Lernen. Das Thema Schulentwicklung finde ich für die Schulleitung auch ganz, ganz wichtig und für das Kollegium, gerade wenn es ums Thema digitale Lernen geht. Ohne Schulentwicklung klappt das eigentlich erstmal gar nicht. Und die Schulleitung, die ich gesprochen habe, hatten keine Zeit zur Schulentwicklung, weil wir den Notfall beheben mussten sozusagen. Und letzte Aufgabe wäre auch Beziehungsarbeit mit den Kindern und Eltern. Und dieses Kerngeschäft kommen Sie häufig nicht dazu. Warum nicht? Ich kann es nicht so genau sagen, weil ich bin keine Lehrkraft. Aber was ich immer wieder sehe, heißt, wir haben nicht genug Personal da. Und das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen heute Abend. Wir haben viel zu wenig Lehrkräfte. Und jedes Mal, wenn ich von der Landesregierung höre, wir möchten da Einsparungen vornehmen, denke ich immer, ihr habt es nicht verstanden. Das ärgert mich immer maßlos, weil wir gerade mal, also ich glaube, hier in der SBWZ in der Region sagt gerade, sie haben im nächsten Schuljahr fehlen ihnen 100 Lehrerstunden, um das Pflichtprogramm zu bringen. Dann fehlen mir alle Worte. Das geht überhaupt nicht. Das ist der eine Punkt. Was ich aber auch sehe, ist, womit die Schulleitung viel zu kämpfen haben, aus meiner Sicht zumindest, ist es, dass sich viele Kollegen haben im Kollegium, die sehr geringe Deputate aufweisen. Und ich frage mich immer, warum sind Lehrkräfte nicht bereit, wenigstens ein Dreiviertel Deputat zu haben? Warum haben wir viele Lehrkräfte, die haben ein Viertel oder noch weniger Deputat? Und ich kann es immer nur, also bei manchen sind es kleine Kinder, keine Frage, bei manchen sind aber einfach schon erwachsen, die Kinder sind alt und weiter. Da frage ich mich, liegt es an den Bedingungen, unter denen diese Lehrkräfte arbeiten müssen, wo sie sagen, ich habe große Klassen, ich habe vielleicht ein schlechtes Betriebsklima, ich habe keine Ahnung was. Aber kann man nicht auch an diesen Aspekten was verbessern, um einfach dann auch Lehrkräfte zu ermutigen, mehr Deputat reinzubringen, um einfach vielleicht die Organisation einfacher auch zu machen für die Schulen? Und wenn ich Lehrkräfte meine, meine ich natürlich auch die Krankheitsreserve hier in Baden-Württemberg. Wenn die Schulleitungen einspringen müssen, Unterricht ist es teilweise, weil Lehrkräfte auch immer ausfallen. Von heute auf morgen für vielleicht 8 Wochen und Ähnliches, es ist nicht alles so einfach. Dann noch das Thema Schulleitungsposition selber, gerade in Grundschulen. Das wissen, glaube ich, alle, die hier gerade im Chat sind oder in der Gruppe sind. Gerade in Baden-Württemberg sind die Grundschulschulleitungen doppelt schlecht ausgestattet sozusagen, ja, weil sie müssen deutlich mehr unterrichten und
sie werden noch schlechter bezahlt als an Gymnasien oder anderen Schulen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man vielleicht, wenn man Geld hätte, was machen können. Da ist das die Landesregierung auch schon ein bisschen drauf zugekommen. Das finde ich ganz gut. Aber ich glaube, trotz allem fehlt vielen Lehrkräften, bei uns fehlen ja auch wirklich viele Grundschulleiterinnen und Schulleiter, Unterstützung dahin zu kommen. Und sie sollen ja dann wirklich auch Fähigkeiten erlernen, die sie in ihrer Lehramtsausbildung einfach nicht hatten. Da lernen sie, wie man didaktisch Unterricht aufbereitet und ähnlich. Sie lernen aber nicht, wie ich Mitarbeiterführung betreibe. Sie lernen nicht, wie ich Schulentwicklung betreibe. Aber auch da, glaube ich, muss deutlich mehr kommen, um einfach auch fähige und willige Schulleitungen zu gewinnen, die eben auch sowas wie digitale Ausbildung und digitale Entwicklung der Schule wirklich gut vorantreiben können. Das ist eine Aufgabe, die stellt sich eigentlich schon seit Jahren. Vielleicht stellt sie sich jetzt noch mal virulenter. Frau Vogt, ich will das gerade auch noch mal aufgreifen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie auch noch mal genannt haben. Schulentwicklung, Personalentwicklung, alles, was man im Unternehmensbereich eigentlich, wo es selbstverständlich ist. Und wenn man jetzt auch noch mal schaut, was sind unsere Kinder wert? Also vorhin hatte Peter Scheuner auch Wertschätzung gesprochen. Und das hat natürlich was mit Personal zu tun und wie man bereit ist, auch Personal zusätzlich einzustellen und wie man das plant. Wir haben ja jetzt den im Gesundheitsbereich, wo wir aus der Pandemie heraus lernend, welche Konsequenzen ziehen wir und wie gut muss im Prinzip das, was zu einem entwickelten Staat auch gehört, nämlich eine gute Gesundheitsversorgung, eine gute Bildungspolitik, eine gute Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Abwasser, das, was wir im Gemeinwohl ja eigentlich als selbstverständlich haben, dass das auch entsprechend ausgestattet ist. Und ich bin ja ein bisschen Sondierungsgespräche geschädigt. Ich kann das hier ja mal sagen. Es war dann so nach dem Motto, mir habet nichts und mir gebet nichts. Aber wenn wir doch jetzt erkennen, wo da Mängel sind, dann muss man vielleicht schon auch mal sagen, in diesen Zeiten, das sind ja nicht irgendwie nur Ausgaben, sondern das sind Investitionen in die Zukunft. Und gerade vor dem Hintergrund kam ja auch nochmal, mein Einstieg war ja auch, wir haben den Klimawandel, wir haben den Kohleausstieg, wir haben Strukturwandel, wir haben gleichzeitig Digitalisierung. Wir haben ja viele Bereiche, viele Menschen, die irgendwo in einem Bereich arbeiten oder auch in der Automobilindustrie, junge Menschen, die auch nicht genau wissen, arbeiten sie in den nächsten 20 Jahren da auch noch, haben sie die gleiche Aufgabe. Aber Ausbildung ist eins, aber auch Weiterqualifizierung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute, die als Software, vielleicht Ingenieur, die ja durchaus gesucht sind und überall gesucht sind in viele Bereiche, aber vielleicht doch der eine oder andere auch Spaß hat an Bildung und Ausbildung, dass man die auch mit aufnimmt. Ich glaube, da ist ein großes Potenzial da. Viele Menschen, die sich sorgen um ihren Arbeitsplatz, wie sie es haben, und man merkt, in anderen Bereichen hat man Bedarf, dann muss man auch schauen, wie man das miteinander zusammenkriegt. Wir haben gerade in strukturschwachen Regionen, das heißt ja auch das Strukturstärkungsgesetz mit dem Kohleausstieg und das Qualifikations-Ausbildungsoffensive. Also ich glaube, da kann man vieles tun. Ich finde es sehr interessant, wie das auch nochmal, welche Inputs jetzt hier kamen. Und wo auch ganz klar ist, welche Forderungen jetzt auch an uns gestellt werden. Sascha, möchtest du vielleicht auch nochmal darauf eingehen, was wir in unserem Zukunftsprogramm haben, was uns da bei der Bildung die wichtigsten Punkte nochmal sind? Also da würde ich jetzt möglicherweise die Zuhörerinnen und Zuhörer enttäuschen, weil wir uns in unserem Zukunftsprogramm sehr stark auf die Bundeskompetenzen beschränken und die halten sich bei der Bildung in Grenzen. Aber die digitale Lernmittelfreiheit, die steht da drin und dass wir ein Stück weit auch als Bund natürlich Verantwortung für gleichwertige Lebensverhältnisse haben. Und das ist ja heute Abend vielfach angesprochen worden. Ich glaube, da können wir auch wirklich viel tun. Dann haben wir über den Digitalpakt, über den Beschluss des Bundestags, einer grundgesetzändernden Mehrheit des Bundestags, den Weg freigemacht für weitere solche Unterstützungspakete. Und da ist vielleicht auch ein Teil der Zurückhaltung der Kommunen und Schulträger gewesen gegenüber dem Digitalpakt. Ja, aber wie geht denn das weiter in 3 Jahren? Das ist ja nur für 4 Jahre angelegt. Und jetzt schaffen wir uns da Gerätschaften an und dann sind wir allein gelassen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Konstellation, also vielleicht fehlt mir die Fantasie, aber irgendeine Konstellation nach der Wahl geben könnte einer Regierung, die sich traut, das einzustellen und zu sagen, jetzt ist genug,
investiert. Jetzt müssen die Schulen selber irgendwie gucken, wie sie klarkommen. Ehrlicherweise ist es eine Aufgabe, die dauernd bleiben wird, die digitale Ausstattung von Schulen, weil wir sonst aus diesem Nachholthema, wir haben da echt viel nachzuholen. In der Verwaltung und in der Schule haben wir viel, viel nachzuholen. Da werden wir mit Sicherheit dabei bleiben. Das will ich ganz deutlich sagen. Ich will noch zwei Dinge anmerken auf das, was Frau Vogt gesagt hat, schon beim ersten Mal, was ich vorher vergessen habe, was mal ganz wichtig ist, dass es Eltern gibt, die sagen, dass sie das nicht wollen, also diese digitale Bildung nicht wollen, da in der Grundschule. Und sie wollen nicht, dass ihre Kinder immer mehr vor dem Bildschirm sitzen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und dass Eltern auch angesichts dessen, was sie jetzt erlebt haben, wenn sie meinen, das sei digitale Bildung, dass sie dann sagen, das wollen sie nicht, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber das ist ja auch eine digitale Bildung. Das ist Fernunterricht mit digitalen Mitteln. Das brauchen wir in Deutschland im Normalfall nicht. Wir sind nicht Australien, wir haben keine Kinder im Outback sitzen, die irgendwie versorgt werden müssen, sondern wir haben Schulen vor Ort. Also Präsenzunterricht ist schon in Ordnung, ja. Und dann eben mit und für und über digitale Medien zu lernen, das ist, glaube ich, in allen Altersstufen angesagt und natürlich mit dem Maß immer das zu halten ist. Und dann glaube ich, wenn man das klar macht und deutlich macht, es geht nicht darum, weiterhin Kinder alleine zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen, sondern dass sie fit werden in diesen Dingen, dann kann man vielleicht da die Ängste auch nehmen. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist ähnlich übrigens wie wenn Eltern und auch Lehrkräfte glauben, das, was man mit einer Einzelfallintegration mal geleistet hat, weil man gesagt hat, man möchte mal einen Schüler aufnehmen in die Regelschule, der Inklusionsbedarf hat, viel Inklusionsbedarf und das alles leistet, also ohne zusätzliches Personal, wie das früher gemacht worden ist, einfach nur aus der puren Verantwortung heraus und dann erschöpft am Ende feststellt, das war echt ein bisschen zu viel für alle, eine Überforderung und dann denkt, das sei Inklusion. Nee, das kann ja nicht sein, sondern das muss natürlich entsprechend unterstützt werden, da muss das entsprechende Fachpersonal da sein. Und alles. Und dann kann man da diese Erfahrung auch überwinden, weil die kann echt traumatisierend sein. Die Frage nach weniger Teilzeit bei den Lehrkräften, also das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich glaube schon, dass viele junge Lehrkräfte auch von Schulleitungen und von Kollegen und von der Verwaltung, von der Schulverwaltung so beraten werden, zu sagen, steig mal gering ein, weil Vorbereitung und Nachbereitung ist in den ersten Jahren eine ziemlich aufwendige Sache. Irgendwann kriegt man Routine und dann kannst du auch mal mehr machen, aber mach mal nicht Vollzeit. Und das führt natürlich dazu, dass wir zwar sehr, sehr viele Lehrkräfte haben, aber gar nicht so viele Vollzeitäquivalente, wie wir dann am Ende gerne hätten. Das gleiche Phänomen zum Beispiel in der Pflege übrigens. Würden alle Pflegekräfte Vollzeit arbeiten, nicht nur Teilzeit, hätten wir ein gutes, nicht alles, aber ein gutes Maß des Pflegenotstands beseitigt. Aber die Leute können das gar, die packen das gar nicht, Vollzeit zu arbeiten, weil auch im Pflegeheim viel Mangel verwaltet wird und viel Chaos jeden Tag erlebt wird durch ausfallendes Personal, wenn mal jemand krank ist und so weiter und so fort. Ja. Und die Leute sagen, ja, mehr als diese 30 Stunden und dann habe ich vielleicht noch Kinder daheim, mehr packe ich gar nicht, mehr packe ich auch körperlich nicht. Würden wir die alle motivieren, mehr zu arbeiten, wären mehr da und es wäre leichter und man könnte es auch packen. Aber das zu überwinden, ist gar nicht, glaube ich, gar nicht so trivial. Das liegt so ein bisschen, und dann gibt es auch noch die Finanzminister, die sagen, dafür haben wir kein Geld. Und da muss sich schon was dran ändern. Vielen Dank, Saskia. Wobei unser Finanzminister ja eine rasante Entwicklung genommen hat, auch gesehen hat durch die Krise, dass man da nicht auf der Kasse sitzen kann, sondern dass man da tatsächlich dann auch sagen muss, jetzt muss man auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Ganz klar, nur Lehrkräfte finanzieren kann der leider nicht. Leider nicht. Das müssen die Landesfinanzminister machen und da müssen wir schauen, was der Herr Bayerz auf die Straße bringt. Da bin ich auch mal gespannt, weil wir, glaube ich, in den Bereichen jetzt auch hier eine engere Zusammenarbeit brauchen. Wir haben einen föderalen Staat und es muss auf allen Ebenen zusammengearbeitet werden. Wir haben ja eine Digitalstrategie der Bundesregierung, wo alles Mögliche, also wo wirklich jedes Ministerium entsprechend das auch umsetzen muss, wo die Schnittstellen aufgegriffen werden.
wo es darum geht, welche Technik man hat, also welche, also welche, wie das zusammen auch passt. Ich würde mir auch wünschen, Sassian, was hältst du davon? Ich meine, wenn jedes Bundesland jedes Mal Versuche macht und jedes Mal eine Plattform hat, warum kann man sich nicht eigentlich auch auf was einigen, wo funktioniert oder wo man sagt, ich glaube jetzt nicht, dass die Plattform in Schleswig-Holstein unbedingt anders sein muss als die in Bayern oder in Baden-Württemberg. Manchmal habe ich das Gefühl, jeder möchte da irgendwie sein eigenes Süpplein kochen, um zu sagen, seien Sie super. Kostet uns aus meiner Sicht viel Zeit, kostet Geld, ich glaube, kostet viel Energie, das umzusetzen. Ich würde mir, wenn ich den Wunsch äußern darf, wirklich auch wünschen, dass man das mal ein Stück weit, weil es so eine schwierige und wirklich eine große Herausforderung ist, dass man da an einem Strang zieht. Das macht es auch leichter, die Zusammenarbeit nachher zwischen Bund und Länder und am Ende natürlich auch mit den Kommunen und den Schulträgern. Wie siehst du das so als letzter Input, weil ich kein Handzeichen mehr sehe und keine Frage mehr und wir uns quasi auch auf die 2030 zu bewegen. Gerade genau. Naja, also eine verbesserte Bund-Länder-Zusammenarbeit, ehrlich gesagt, es gibt so viele politische Ressorts oder Themen, wo man sich das wünschen würde, dass man das schon gar nicht mehr alles an einem Abend erzählen kann. Das ist mit Sicherheit in der Gesundheitspolitik so, in der Ge Gesundheitsverwaltung. Es ist mit Sicherheit in der Arbeit der Polizeien so oder in der Arbeit der Schutzämter. Dass da und natürlich dann wiederum auch über Grenzen Deutschlands hinaus eine Zusammenarbeit, aber gerade in der Bildung und in der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, da wäre es wirklich dringend notwendig. Ich habe ja bedauert, dass wir jetzt mit dem Ganztagsschul, mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsschule und der Finanzierung durch den Bund, was ja ganz ungewöhnlich ist, was man aber auch bei der Kita ja schon gemacht hat, da nicht vorangekommen ist, das finde ich sehr, sehr schade. Ganz oft geht es in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern erstens um das peinliche Auseinanderhalten von Kompetenzen, fasst uns nicht in unsere Kompetenzen. Da dürft ihr nicht versuchen, Einfluss zu nehmen. Also ein ganz wenig an der Sache, an der Lösung, am Weiterentwickeln auch unserer weltorientiertes Politikgeschäft, sondern eher ein Orientieren am, das ist mein Ponyhof und bleib du auf deinem. Und natürlich das Geld. Ja, das sind die beiden Themen, um die es leider viel zu oft geht und viel zu wenig um die Zusammenarbeit. Und da wäre es schon wünschenswert, übrigens auch beim Datenschutz, wäre es schon wünschenswert, wenn die jeweiligen Konferenzen, die Kultusministerkonferenz, die Gesundheitsministerkonferenz, die Wissenschaftsministerkonferenz oder die Innenministerkonferenz, wenn die mehr Wert auf eine gute, an der Sache orientierte Zusammenarbeit legen würden, vielleicht auch die entsprechende Unterstützung hätten, dass die jeweils sind es ja Sitzungen, aber dahinter stecken Büros, die Arbeit auch vor- und nachbereiten, dass man da zu einer besseren Zusammenarbeit kommt, weniger auch Reibungsverluste hat. Die Reibungsverluste gibt es auch zwischen den Ressorts, auch das anders und besser zu regieren in der Zukunft, auch dessen Teil unseres Zukunftsprogramms, wo wir eben deutlich machen, dass gerade so Querschnittsthemen wie Digitalisierung nicht gut dadurch zu lösen sind, dass man ein Digitalministerium einführt. Und dann noch einer am Kabinettstisch oder eine sitzt, aber nicht den anderen was reinreden kann oder darf und im Übrigen ihnen auch keine Zuständigkeiten mehr wegnehmen darf, wird vermutlich, da werden die sich wehren mit Händen und Füßen, auch das Ministerium, in dem du tätig bist, Rita, hat ja die Digitalisierung durchaus für sich als Tätigkeitsfeld entdeckt, als spannendes Tätigkeitsfeld. Und wenn jetzt jemand sagen würde, das nehmen wir euch wieder weg, macht jetzt der schlaue, die schlaue Digitalministerin. Das würde auch auf wenig Gegenliebe stoßen, aber es würde auch wahnsinnig lang dauern. Stattdessen solche übergreifenden Themen, die auch viel mit Transformation zu tun haben, auf Plattformen zu organisieren und da eben auch also die Ressort-Zuständigkeiten zu bündeln, viel Beteiligung möglich zu machen, viel Transparenz möglich zu machen, die Ebenenzusammenarbeit Bund, Länder, Kommunen besser zu organisieren in solchen transformativen Prozessen, die ja schnell sein müssen
und trotzdem beteiligend sein sollen und gut sein sollen. Und das ist eine große Kunst, wo wir auch das Regieren verändern müssen. Und wir haben große Lust drauf, glaube ich, oder Rita? Ich muss sagen, regieren und mitgestalten und sagen, wo es lang geht. Und auch wirklich, ich kann jetzt auch mal sagen, bei uns als BMU, wir haben doch auch einige Erfolge, die man vorher nicht erwartet hat. Klimaschutzgesetz, Kohleausstieg, ja, Wasserstoff sind wir mit dabei mit Dekarbonisierung unserer Industrie, auch wenn wir kein Wirtschaftsministerium sind. Also ich glaube, wir können schon in dieser Legislatur ganz schön was vorweisen. Jetzt habe ich noch einen Hinweis gekriegt. Peter, wolltest du noch was beitragen? Schnell. Ich kann eigentlich nur noch unterstreichen, was jetzt schon gesagt worden ist. Ich finde auch die Idee zum Beispiel mit den multiprofessionellen Teams, die ja auch eine SPD-Idee ist, sehr, sehr gut. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, nochmal für Entlastung zu sorgen und überhaupt Personal zu generieren, indem man eben Teams an Schulen installiert, in denen nicht nur die Lehrkräfte sitzen, sondern eben auch alle anderen, die zum Lernen und Lehren beitragen können. Das können die Vereine genauso gut sein wie meinetwegen auch die Vertreter von Parteien oder tatsächlich dann auch Menschen aus Wissenschaft oder auch aus der Kunst, Kultur. So können wir dann wahrscheinlich schon es hinbekommen, dann den Mangel dann doch ein bisschen zu bekämpfen. Und ein zweiter Aspekt, den ja jetzt auch von Rita, von dir vor allem auch nochmal betont worden ist, auch von Saskia, wir müssen gucken, dass wir wirklich auch in den Regionen, die an den Rändern sind, Bildungschancen bereitstellen. Also das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Mittel auch wirklich dann zum Beispiel in einen Kreis wie den Landkreis auch fließen, auch hier ankommen und auch das Personal dann hier ankommt. Weil sonst haben wir dann irgendwann Regionen, die ziemlich abgehängt sind, was dann die Aufforderung dann noch viel, viel, viel schwerer machen würde. Vielen Dank, Peter Schallmeier. Vor allem darf ich dir, Saskia, herzlichen Dank sagen. Wir stoßen dann mal an, oder du kriegst ein Fläschle Wein von dem schönen Südbade, mal in Berlin bei nächster Gelegenheit. Ich bedanke mich für die vielen konstruktiven Inputs. Ich fand, es war eine sehr tolle Diskussion, wirklich auch sehr qualitativ gute Diskussion. Das Thema wird uns sicherlich noch eine Zeit beschäftigen. Ich glaube, wir müssen da dranbleiben. Wir haben, wie gesagt, auch da klare Vorstellungen, was wir wollen und was wir nicht wollen, wie wir es gestalten wollen. Und auch wenn der Bund beim Lernen nur also bei Bildung, sag's mal so, bei Bildung und Schulen nicht die Durchgreifkompetenz hat, also sind wir doch gefragt und auch mit Impulse zu geben. Das haben wir damals bei der Gemeinschaftsschule gemacht mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm. Wir haben das immer wieder mit Projekten begonnen, um die Länder da nach vorne zu bringen. Wir haben es mit dem Digitalpakt gemacht. Und ich glaube, jetzt, insbesondere nach Corona darf man sich da jetzt nicht ausruhen, sondern das, was wir heute auch nochmal diskutiert haben, müssen wir umsetzen, um auch unsere Kinder und Jugendliche fit zu machen in diesem Bereich, wie sie mit umgehen. Und ich glaube, jetzt auch mit Blick auf den Bundestagswahlkampf kann man sagen, ist es extrem wichtig auch zu wissen, wie man unterscheidet, was sind Fake News, wo kann ich das nochmal prüfen, wie kann ich dem nachgehen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung und da sollten wir junge Menschen auch stärken. Das ist nämlich die Grundlage auch für unsere Demokratie und das ist ein zartes Pflänzchen, wo wir pflegen müssen. Da gehört eben auch das mit dazu. Also nochmal herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und insbesondere dir, Saskia. Und jetzt habe ich vorhin gesehen, da hat schon jemand nebenher noch was gekocht. Falls jemand noch nicht zu Abend gegessen hat, sage ich jetzt erstmal guten Appetit und bis zu unserem nächsten Mal, wenn wir wieder über die Zukunft diskutieren und wie wir sie gestalten wollen. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss alle miteinander.